Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich denke, wir fangen an. Noch ein letztes Mal die Erinnerung daran, dass Sie hoffentlich alle Headphones, Kopfhörer haben, weil wir hier in drei Sprachen sprechen werden auf dem Podium. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind, dass der Saal voll ist. Unser Thema: Wohlstand durch Teilen, können Gemeingüter eine politische Leitlinie sein? Das klingt sehr abstrakt, ist aber sehr konkret, und das ist nicht schwer festzustellen in diesen Tagen. Man muss nur die Zeitung aufschlagen und dann begegnet man beispielsweise hier in Berlin gerade einer Diskussion um die Privatisierung der Wasserversorgung. Es werden Unterschriften gesammelt dafür, dass geheime Verträge zwischen dem Senat und den Wasserversorgungsunternehmen öffentlich gemacht werden. Dann begegnet man einer Diskussion über die Ufer eines sehr schönen Sees in der Nähe der Stadt, um den die Bürger Berlins gerne spazieren gehen, aber auf einem bestimmten Stück dürfen sie nicht mehr das Ufer betreten. Also es geht auch da um das öffentliche Gut, Boden und Land. Dann begegnet man einer Debatte darüber, wer die Wälder am besten bewirtschaftet. Der Staat, private Waldbesitzer oder Bürgergesellschaften, die Waldgrundstücke als Gemeinschaftsgut bewirtschaften. Und das sind nur Meldungen aus Deutschland. Auch international sind die Gemeingüter überall und allenthalben Thema, sei es bei den Verhandlungen über die Biodiversität, die gerade in Japan stattgefunden haben, sei es unter Bauern in vielen Ländern, vor allen Dingen Entwicklungsländern, aber auch hier bei uns, die sich Sorgen machen über die Kommerzialisierung und Patentierung ihres Saatgutes oder darüber, dass Ackerboden, Ackerland weltweit verkauft wird an große private Unternehmen. Eine sehr kontroverse Diskussion. Man könnte viele, viele andere Beispiele nennen, die zum Thema passen. Und dass es so viele Brennpunkte des Themas gibt im Moment, liegt sicherlich daran, dass die Frage nach dem Stellenwert der Gemeingüter und ihrem verbesserten Schutz in den letzten Jahrzehnten einer sehr einseitig marktorientierten ökonomischen Entwicklung weltweit und Globalisierung vollkommen vernachlässigt worden ist. Sie sind aus dem Blick geraten. Und dafür bekommen wir jetzt an vielen Stellen die Quittung, nicht zuletzt in Form des Klimawandels, denn auch die Atmosphäre ist ein Gemeinschaftsgut. Seit einiger Zeit aber hat das Nachdenken begonnen, und das schönste und größte Symbol dafür war wahrscheinlich die Verleihung des Nobelpreises für Ökonomie an Elinor Ostrom, die Wirtschaftswissenschaftlerin, die eben nachgewiesen hat, dass Gemeingüter nicht sofort Opfer von Raubbau werden, wenn sie von lokalen Gemeinschaften bewirtschaftet werden, wie das lange ein unumstößliches Dogma der Wirtschaftswissenschaft gewesen ist, unter der Überschrift Die Tragik der Allmende. Also Ostrom hat gesagt, im Gegenteil, die Fürsorge, die Nähe zu den Ressourcen, das langfristige Denken, auch die Anerkennungsmechanismen innerhalb von Gemeinschaften sorgen im Gegenteil eher für die bessere Erhaltung von Ressourcen als vielleicht die privatwirtschaftliche, manchmal auch die staatliche Verwaltung. Aber was ganz genau versteht eigentlich in dieser Diskussion jeder unter Gemeingütern? Den Commons, der Begriff hat sich auch in Deutschland inzwischen eingebürgert. Welche Gemeinschaften sind für welche Gemeingüter zuständig? Welche Formen ihrer Bewirtschaftung haben sich bewährt oder sind neu erfunden worden oder können neu entwickelt werden? Welche Rollen spielen dabei die einzelnen Akteure, also Staaten, Regierungen, Märkte, lokale Gemeinschaften, internationale Gemeinschaften? Das alles sind sehr spannende Fragen, und man darf der Heinrich-Böll-Stiftung das Kompliment machen, dass sie als eine der wichtigsten, auch ersten Akteure das Ganze mal systematisch in Angriff genommen hat und schon seit, ich weiß gar nicht, anderthalb Jahren, drei, vier Jahren jedenfalls intensiver eingestiegen ist in das Thema, unter anderem in Form eines Salons, in dem sie, was besonders spannend ist, eben auch die verschiedenen Akteure zusammengeführt hat, also nicht nur
nur diejenigen, die sich mit den ökologischen Gemeinressourcen beschäftigen, sondern auch diejenigen, denen es vor allen Dingen um zum Beispiel freie Software, um Wissensressourcen, um Gesundheit, Bildung, also diese Art von öffentlichen Gütern geht. Und dieser Diskurs hat sich dann als so spannend erwiesen, dass daraus zum einen eine Publikation geworden ist, die wahrscheinlich die meisten von Ihnen oder hoffentlich jedenfalls bereits kennen oder sich geschnappt haben hier. Und zum zweiten eine internationale Konferenz geworden ist, die gerade stattfindet. Die meisten von Ihnen nehmen wahrscheinlich teil, aber viele sind eben auch neu hier unter uns heute Abend. Und diese Konferenz will versuchen zu ergründen, ob man auf Grundlage dieser Diskussion über die vielen verschiedenen Aspekte von Gemeingütern so etwas wie eine Art, groß gesprochen, drittem Weg der Commons-Wirtschaft entwickeln kann, eine große Koalition der Gemeingüterwirtschaft auf internationaler Ebene. Das alles als Vorbemerkung. Ich möchte es damit jetzt erstmal bewenden lassen, denn hier sitzen auf dem Podium sehr viel kompetentere Gäste, die ich Ihnen jetzt gerne vorstellen möchte. Und ich beginne mit der weitest gereisten. Das ist zu meiner Linken, Ihrer Rechten, María Fernanda Espinosa Garcés. Sie kommt aus Ecuador. Sie ist nicht nur Linguistin und Trägerin des Nationalpreises für Poesie, sondern auch Umweltwissenschaftlerin mit Abschlüssen und Lehraufträgen an vielen Universitäten in Nord- und Südamerika. Sie ist unter Präsident Rafael Correa zuerst Außen- und Handelsministerin gewesen, dann ständige Vertreterin bei den Vereinten Nationen und ist heute hier zu Gast als Ministerin für das nationale Erbe Ecuadors. Sie wird uns sicherlich gleich noch ein bisschen genauer erzählen, was das eigentlich alles umfasst. Und wird sicherlich auch berichten über die spannende und kontroverse Initiative des Landes auf die Förderung von Erdöl, das unter einem sehr artenreichen Regenwaldgebiet liegt, zu verzichten gegen eine Kompensation, Entschuldigung, der internationalen Gemeinschaft. Herzlich willkommen. Wir haben zwei sogenannte Keynote Speakers. Die zweite ist die, ich habe heute schon mehrere gefragt, wie man Spiritus Rector auf weiblich formuliert, also die weibliche Spirita, wie auch immer. Jedenfalls hat sie die Initiative hier in der Böll-Stiftung maßgeblich vorangetrieben, Silke Helfrich. Sie ist lange Jahre für die Heinrich-Böll-Stiftung in Mexiko gewesen, in Südamerika, ist Philologin und Pädagogin von der Ausbildung her, hat selber ein Buch herausgegeben zum Thema mit dem schönen Titel Wem gehört die Welt? Zur Wiederentdeckung der Gemeingüter, den Commons Salon initiiert, moderiert, beflügelt mit Energie und Geist und Herz, kann man sagen, vorangetrieben. Also sie ist die zweite Keynote-Speakerin. Und danach werden wir zwei kurze Repliken haben, um die Diskussion anzustoßen. Die eine von Richard Pithouse. Er ist Politikwissenschaftler, Journalist und Aktivist aus Südafrika, interessiert an Philosophie, habe ich gelesen, und beschäftigt sich mit den Themen Gleichheit und Gerechtigkeit, unter anderem im Zusammenhang mit der Teilhabe von Menschen, die in Slums wohnen. Es sind immer mehr in der Welt, in den großen Metropolen. Herzlich willkommen, Richard Pithouse. Und last but not least wird dann als zweites antworten Barbara Unmüßig, die wahrscheinlich alle hier kennen. Ich sage trotzdem noch kurz was über sie. Sie ist schließlich sozusagen die Hausherrin, nämlich im Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung seit 2002, gemeinsam mit Ralf Füchs. Zuvor war sie in zahlreichen NGOs hier in Deutschland aktiv als wissenschaftliche Analytikerin, Publizistin, Aktivistin auf allen Ebenen, allgegenwärtig. Herzlich willkommen, Barbara. Applaus
stelle mich ganz kurz selbst noch vor. Christiane Grefe ist mein Name. Ich arbeite bei der Wochenzeitung Die Zeit, bin dort Reporterin mit Schwerpunkt Ökologie, Entwicklung, Globalisierung, was gerade so ansteht, sozusagen. Wir haben uns das so vorgestellt, wie gesagt, zwei Keynotes, zwei Repliken, eine kurze Debatte hier auf dem Podium und dann wollen wir sehr schnell auch Sie alle hier an der Diskussion beteiligen, sodass es ein großes Gespräch im Raum wird, bis, sagen wir, spätestens 9:30. Viele haben hier schon den ganzen Tag intensiv diskutiert, zugehört. Danach soll dann auch Entspannung eintreten. Aber jetzt freuen wir uns als allererstes auf den Vortrag von María Fernanda Espinosa. Buenas noches, amigas, amigos. Quiero agradecer a la Fundación Heinrich-Böll por esta invitación. Realmente es una invitación, me han invitado a aprender y no es retórico, sino que efectivamente no soy una especialista en este tema, en absoluto. Pero el día de hoy he aprendido mucho, hemos escuchado realmente experiencias muy importantes, reflexiones muy importantes en torno al asunto de los comunes. Y en base a lo que aprendí hoy y a la experiencia de Ecuador, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones, pero reflexiones conectadas a la experiencia ecuatoriana, ¿no? Y yo creo que es bueno hacer un análisis del punto de partida, ¿no? Y cuál es el escenario actual, sin afán de hacer ningún diagnóstico, pero creo que estamos viviendo un escenario multicrisis, ¿no? Y escenario multicrisis es el escenario de la crisis económica y financiera mundial, es la crisis alimentaria, es una crisis que cada vez es más aguda, es la crisis de la pérdida acelerada de biodiversidad, es la crisis climática a nivel planetario. Entonces, ese escenario de crisis a nivel planetario nos hace pensar que somos sociedades interdependientes y que estamos unidos por un gran cordón umbilical que tiene que ver con la permanencia de la vida en el planeta, ¿no? La mayoría de estas crisis, yo pienso que están poniendo en grave riesgo la continuidad de la vida, y digo, de la vida de la madre tierra, pero también de la vida de las sociedades humanas. Y esto sin ningún afán tremendista, ¿no? Apocalíptico, pero yo creo que es verdad. Y lo que vivimos en el año 2008 con la crisis financiera y económica a nivel planetario nos dio una pista muy clara, ¿no? Que estas crisis múltiples tienen un denominador común, ¿no? Y ese denominador común es nada menos que el capitalismo mundial, que el modelo económico, ¿no? Que está marcado por estos valores de la máxima rentabilidad, de la acumulación, de la especulación, de la celebración de la propiedad privada y del interés privado, del sobreconsumo, ¿no? Y todos estos valores pienso que están realmente en crisis, ¿no? Y estos valores, estas crisis múltiples han tenido respuestas de distintos lugares, pero también de distintas tradiciones académicas, de distintas posiciones políticas, ¿no? Y por un lado lo que hemos visto es una serie de respuestas de orden tecnocrático, reformista, ¿no? Que es lo que me parece ha sido mayoritario, ¿no? ¿Cómo hacemos ajustes en la institucionalidad? ¿Cómo controlamos el capital especulativo de mejor manera? ¿Cómo establecemos mercados de carbono para que nos den un umbral de cuánto podemos contaminar y no? Pero por otro lado, sí hay también espacios de pensamiento, incluso modelos de sociedad que se están construyendo en torno a una respuesta a estas múltiples crisis más estructurales, más éticas, ¿no? Más valóricas, es decir, de un cambio de valores. Y pienso que quizá, con lo poco que conozco, me da la sensación, la intuición de que el movimiento de los comunes puede estar en esta línea de una respuesta más profunda, estructural y ética a las múltiples crisis, ¿no? Entonces, me parece que aquí estamos en un debate fundamental
que es de repensar las relaciones entre sociedad, economía y naturaleza. Pienso que eso es lo que estamos aquí desmenuzando, lo que estamos repensando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de lo que entiendo, la idea de la administración de los bienes comunes es que se hagan de acuerdo a principios de solidaridad, de corresponsabilidad, de gestión compartida, ¿no? Y esto supone una ruptura con la economía de mercado, con el capitalismo, con los regímenes de propiedad dominantes, ¿no? Y esto nos lleva a cuestionar la idea del crecimiento ilimitado, de la propiedad privada, del imperio de libre mercado, ¿no? Y ese modelo, justamente ese modelo de libre mercado, nos ha llevado, ha llevado a todas nuestras sociedades, las occidentales y las no occidentales, al sobreconsumo de las élites, a la desigualdad, a la exclusión. Eso lo sabemos muy bien en el Ecuador. En mi país, la historia reciente nos demostró que la privatización, la desregulación, los recortes en la inversión en salud y en educación han multiplicado los niveles de pobreza, la desigualdad, durante varias décadas de políticas neoliberales, ¿no? Y es claro que la búsqueda frenética por la rentabilidad, por la acumulación, ha puesto en serio riesgo nuestros bienes comunes, ¿no? Nuestros ecosistemas y la vida misma en el planeta. Me gustaría, en función de esto, hacer quizá una breve reflexión sobre algunos aspectos que me van a permitir aterrizar quizá en dos ejemplos muy breves para el caso ecuatoriano. El uno ya fue extensamente presentado esta tarde, que es la iniciativa Yasunítete, y voy a dar otro breve ejemplo sobre el caso de la minga en Ecuador. La minga es una palabra quichua que significa el trabajo colectivo, pero bueno, brevemente, ¿no? Decía que quiero hacer algunas reflexiones. La primera es sobre el tema del marco institucional. Es decir, ¿qué marco, qué diseño, qué arquitectura institucional requerimos para el manejo y la administración de los bienes comunes, ¿no? Pienso que la gobernanza es un aspecto clave para el diseño de políticas, la toma de decisiones, el manejo de los comunes, y pienso que es uno de los mayores desafíos en la geopolítica actual. Estamos hablando, por ejemplo, de que los recursos genéticos, y lo vimos en Nagoya la semana pasada, que la atmósfera, que el mar y los recursos del mar, entre otros, deberían ser administrados de manera democrática, transparente, corresponsable, al ser bienes globales, ¿no? Y esto supone, de nuevo, repensar los regímenes de propiedad, incluyendo, por ejemplo, el actual sistema de propiedad intelectual, que creo que es una gran amenaza a los comunes. Yo creo que hay que mirar muy bien qué significa el régimen actual de propiedad intelectual. Es una forma de monopolio, ¿no?, de los bienes comunes, y me parece a mí que es un gran peligro, ¿no? También debemos pensar cuáles son las modalidades de acceso a los comunes, es decir, quién tiene acceso, cómo se accede, quién tiene los derechos de acceso, y eso también me parece que es una discusión que hay que tener. La distribución de los beneficios, quién se beneficia de los bienes comunes, cómo se distribuyen esos beneficios a nivel planetario, ¿no? Y un interfase de las epistemologías, digamos, de las formas de conocimiento. Yo pienso ahí también que hay un debate muy fuerte a nivel del encuentro de diversas formas de conocimiento. O sea, la autoridad del conocimiento científico occidental sobre la autoridad de lo que no se llama la ciencia no occidental, sino los saberes tradicionales. Ahora, en los ejemplos que hemos escuchado de manejo y administración de los comunes, yo pienso que se ha dejado un poco de lado la reflexión sobre esa interfase de las epistemologías. No, la otra pregunta es que si con la institucionalidad actual vigente, si nuestro sistema multilateral, tanto regional como global, es suficiente. Por ejemplo, si las Naciones Unidas en su funcionamiento actual es suficiente. Y esto lo digo con autoridad después de haber sido la embajadora del Ecuador ante las Naciones Unidas. Yo sé cómo funciona eso y pienso que quizá no es una respuesta suficiente. Es decir, cómo se toman las decisiones en Naciones Unidas,
cómo son los balances de poder, si todos los países son realmente iguales o unos son más iguales que otros en ese escenario. Ya vimos lo que ocurrió, por ejemplo, en Copenhague, cuando se decidía el destino de la crisis climática a nivel planetario. Como les decía, quizá me gustaría regresar a un par de ejemplos de mi país, ¿no? Quisiera hablar de la constitución que tenemos ahora en el Ecuador y que fue aprobada en el 2008 y que la cabeza que organizó ese proyecto constitucional fue Alberto Acosta, que está sentado aquí. Él fue el presidente de nuestra Asamblea Constituyente y me gustaría mencionar brevemente por qué nosotros le damos tanta importancia a la constitución ecuatoriana. No, por una parte, nuestra Constitución reconoce y garantiza derechos a la naturaleza. Yo creo que eso es una ruptura enorme. ¿Por qué? Porque la naturaleza deja de ser un sujeto y deja de ser un objeto y se convierte en un sujeto de derechos. Es decir, es una verdadera ruptura en el sentido de que incluso a veces el discurso de los comunes tengo la sensación de que se ubica todavía en una consideración de la naturaleza como un objeto, o sea, como recursos, como un pool de recursos. Aquí estamos hablando de que la naturaleza es titular de derechos, ¿no? Y que el garante de los derechos de la naturaleza es la sociedad, es decir, son los ciudadanos y las ciudadanas los que deben garantizar esos derechos a la naturaleza. No voy a profundizar este tema porque es ahora un objeto de debate a nivel nacional de cómo se aterriza y se concreta esa garantía de derechos para la naturaleza. No, por otro lado, me gustaría tratar el tema del agua en nuestra Constitución. El agua, primero, se considera como un derecho humano, ¿no? El acceso al agua es un derecho humano fundamental. El agua es un bien público, no susceptible a ninguna forma de privatización. Es considerada como un patrimonio inembargable e imprescriptible. Eso consta en nuestra Constitución y yo creo que nos ayuda mucho a pensar este tema de los comunes, ¿no? Otro tema que me gustaría quizá mencionar, porque me parece que teje la historia bastante bien, es cómo consta la idea, entre comillas, del desarrollo en nuestra Constitución. De manera deliberada, nosotros no utilizamos la palabra desarrollo, ¿no? Por toda la carga histórica que tiene la palabra desarrollo, y la hemos reemplazado por el concepto del buen vivir, del vivir a plenitud. No, ese concepto de vivir a plenitud es, yo pienso que también es una fuerte ruptura con pensar que el bienestar, que los niveles de felicidad de una sociedad se miden por el ingreso per cápita. Nosotros hemos erradicado esa forma de medir, ¿no? El tema en este momento nos encontramos creando una serie de indicadores para medir el bienestar. Y por supuesto, eso va mucho más allá que el ingreso per cápita. Estamos construyendo todo un discurso, pero una política pública de que hable de que el desarrollo no tiene que ver con el crecimiento, ¿no? Con los indicadores macroeconómicos, con el nivel, las posesiones de un individuo o un colectivo, sino tiene que ver con el derecho a vivir en plenitud y en armonía con la naturaleza. Ahora, en este momento, a través de la Secretaría de Planificación del Ecuador, estamos trabajando un índice, un medidor de la felicidad, ¿no? Y que pensamos que eso es realmente lo sustantivo, lo importante. Ahora, eso no quiere decir que no haya una responsabilidad pública, ¿no?, de satisfacer las necesidades básicas de los seres humanos. Por supuesto, hemos multiplicado por 8 la inversión en salud, ¿no?, y multiplicado por 10 la inversión en educación. Ahora efectivamente tenemos un sistema de salud pública que funciona y tiene pretensiones de ser universal. Tenemos un sistema de educación pública cada vez de mejor calidad, pero bueno, eso es asunto, digamos, es otro tema, no quiero extenderme en esto, pero trabajando en los medidores de felicidad, que no es una tarea fácil, así es que todos los que tengan ideas no duden en compartir esas ideas con nosotros, ¿no?
Entonces, el tema es que este nuevo marco constitucional para nosotros plantea serios desafíos prácticos, ¿no? De política pública, de decisiones que debemos tomar todos los días para hacer más cercanos los umbrales entre lo deseable y lo posible desde el ejercicio del gobierno, ¿no? Hoy hemos visto varias experiencias locales, una lista de iniciativas muy interesantes, ¿no? Sobre el manejo del agua de riego, el manejo de espacios de producción agrícola, de intercambios de alimentos, de democratización de la cultura a través del Internet, de acceso libre a la tecnología de la información. Yo creo que eso es muy enriquecedor, ¿no? En el Ecuador incluso tenemos una palabra quichua que marca una forma de organización colectiva basada en la cooperación, en la reciprocidad para alcanzar objetivos comunes. Esta palabra se llama minga y se utiliza para manejar, controlar, distribuir el agua de riego en base a una clara normativa basada en la equidad del acceso y de la distribución, me refiero. La minga también se aplica para obras de infraestructura local, para la construcción de casas comunales, para la siembra, para la cosecha. La minga es una combinación de manejo comunal y público de los recursos. Y ahí, por ejemplo, lo típico es la organización de la minga para el manejo del agua de riego y el uso y el acceso al agua en particular. Esto implica una complejidad en establecimiento de normas y reglas internas y procesos de toma de decisión, ¿no? No voy a volver al tema del agua como derecho humano, como bien público inembargable, etcétera, etcétera, ¿no? Me gustaría quizá también detenerme en el tema de la iniciativa Yasuní-Tete. Muchos de ustedes ya escucharon una explicación bien detallada. Voy a ser muy breve en esto, no sé cuánto tiempo tengo, pero básicamente, con esta idea de los comunes globales, el gobierno ecuatoriano, escuchando varias voces de la sociedad civil organizada, varias luchas por años de nuestros grupos ecologistas, de los pueblos indígenas, básicamente generó una propuesta donde el gobierno se compromete a dejar bajo tierra, sin explotar a perpetuidad, el 20% de sus reservas petroleras. Estamos hablando de alrededor de 850 millones de barriles de petróleo, ¿no? Que nosotros dejaríamos bajo tierra con un propósito múltiple. Primero, para evitar emitir 410 millones de toneladas métricas de CO2 a la atmósfera. Esto corresponde a las emisiones de una economía como la economía francesa en un año o como la economía brasilera. No es algo menor. Por otro lado, hemos renunciado a explotar ese petróleo porque está en una de las zonas con más alta diversidad biológica del planeta. Y tercero, porque esa zona también es la casa de los pueblos libres en aislamiento voluntario, de los Tagaeri y Taromenane, que son pueblos indígenas que han tomado la decisión histórica de vivir en aislamiento de la sociedad occidental, ¿no? Y lo que ha hecho el Ecuador es proponer, es decir, invitar a la comunidad internacional para contribuir con al menos el 50% de los recursos que el Ecuador recibiría en caso de explotar ese petróleo, ¿no? Para eso nosotros hemos creado un fondo fiduciario, ¿no? Un mecanismo financiero que básicamente tendría dos ventanas. Una ventana de inversiones, una ventana de capital que se utilizaría 100% para el cambio de nuestra matriz energética. Se invertiría totalmente en proyectos de energías renovables. Y luego una ventana de rendimiento, una ventana de intereses que se invertiría básicamente en cinco ámbitos que son prioritarios para este cambio de modelo de desarrollo. El primero, el mantenimiento y conservación de nuestras 44 áreas protegidas que corresponden al 20% del territorio nacional. Lo segundo, programas de reforestación y sobre todo de remediación y reparación de zonas degradadas por la actividad petrolera. Lo
lo tercero, el desarrollo social, es decir, el pago de una deuda histórica que tiene el país, sobre todo con las poblaciones amazónicas afectadas históricamente por 40 años de explotación petrolera en el país, una inversión en eficiencia energética y en ciencia y tecnología. Nos estamos planteando que la economía del Ecuador tiene que ser una economía post-petrolera basada en el bioconocimiento y los servicios, ¿sí? en el uso... 5 minutes, okay. Entonces, básicamente esa es la idea. Y por eso es que hemos construido la idea del IASUNITETE y del tema de las contribuciones en base a la corresponsabilidad, entendiendo que la atmósfera es un común global, ¿no? Es un bien común global, ¿no? En base a dos criterios fundamentales. Primero, al criterio de responsabilidades comunes pero diferenciadas en términos de lo que de la huella ecológica de que cada país deja en la atmósfera, y lo segundo, en función del principio de precaución, es decir, de las emisiones evitadas. Estamos desarrollando el concepto, que por cierto lo estamos poniendo fuertemente como una carta para pensar en el escenario post-Kioto, en el segundo periodo de compromisos, que es el principio de precaución y las compensaciones por las emisiones evitadas, es decir, por las emisiones que no se hacen y no por las que se hacen, como ocurre en la lógica de hoy. Entonces, básicamente, me voy a pasar esto de la iniciativa IASUNITETE. Afuera tienen una descripción muy breve, pero muy, muy pedagógica sobre la iniciativa. Para que esto resulte, necesitamos una corresponsabilidad del planeta. Con unos países nos ha ido mejor que con otros. Nos va muy bien con los ciudadanos planetarios que están depositando sus aportes individuales en nuestras cuentas. Nos está yendo muy bien con países con quien vamos a firmar el primer acuerdo, que es con España. El 10 de noviembre vendrá la canciller española al Ecuador a firmar el compromiso español. No así, lamentablemente, con el caso de Alemania. No voy a abundar en esto. Yo creo que es de conocimiento público lo que ha ocurrido. Nosotros no hemos perdido la esperanza, porque yo vine hace... ¿Ah? Bueno, nosotros tenemos realmente mucha confianza en que algo tiene que pasar en Alemania, cuando fue el país que fue realmente pionero en confiar, en creer, en potenciar y en mejorar la propuesta a través de un apoyo que incluso para financiar los estudios técnicos a través de la GTZ, y de un compromiso que no solamente salió del Parlamento alemán, sino de un compromiso que salió del Ministerio de Cooperación de Alemania. Así es que nosotros estamos esperando que Alemania cumpla con su palabra y también cumpla con su compromiso en términos de lo que significa la corresponsabilidad planetaria por la crisis climática, ¿no? Así es que, bueno, yo pienso que con el ejemplo de la Minga, o el ejemplo de nuestra Constitución, o el ejemplo de la iniciativa IASUNITETE, yo creo que hay algunos temas que surgen a la reflexión, y esto para terminar. Primero, me parece que el tema de la escala, ¿no? Soy geógrafa y tengo obsesión por el asunto de las escalas, ¿no? Pero pienso que hemos podido, de lo que escuché hoy día, analíticamente vincular las experiencias locales con, por ejemplo, el debate en Nagoya, o establecer, por ejemplo, en el contexto de Nagoya, el gran debate es establecer un protocolo de acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios. Entonces, se conecta la conservación de biodiversidad a través de una administración de los comunes con eso, ¿no? Y eso se puede hacer a nivel analítico. Pero me parece que todavía queda pendiente de cómo se tejen las políticas públicas a distintos niveles, cómo se construye una institucionalidad que acompañe esas políticas públicas, es decir, cómo se tejen en la práctica y en la acción política esa interacción a distintos niveles. El segundo tema, me parece, cómo se da la articulación, es decir, cómo la administración de los comunes se va articulando con y va cooptando o interviniendo en las economías de mercado. Ahora vimos una presentación bien interesante de Philippe, que está por ahí sentado, que decía, bueno, ¿cómo financiar esto? ¿Cómo se financia, no? Pero a mí me parece que quizá la pregunta es cómo coexisten
o cómo intervienen o cómo cooptan los comunes las economías de mercado que lastimosamente son las dominantes. Cómo nosotros vamos erosionando las economías de mercado a través del trabajo de los comunes. Cómo se superponen, cómo se articulan y cómo compiten estos dos sistemas. El otro tema me parece que es fundamental mirar el asunto de los actores. ¿Quiénes son los actores de los comunes, ¿no? Mirar el rol de los gobiernos, el rol de los estados, de la sociedad civil, de mirar los sistemas de gobernanza en todos estos niveles, ¿no? Me parece que es fundamental algo que dijo una colega aquí esta mañana, de mirar las estructuras de poder, de mirar la geopolítica de los bienes comunes, ¿no? Es decir, tanto los usos como los usuarios, como la propiedad real y como el control también. Y eso creo que hay que hacer una mirada geopolítica de dónde están geográficamente los recursos estratégicos del futuro. ¿Dónde está la biodiversidad? ¿Dónde está el agua dulce del planeta? ¿Dónde están los sinks, es decir, los depósitos de carbono a nivel planetario? Yo creo que esa reflexión es muy importante porque nos va a permitir interpelar las actuales estructuras de poder. El Ecuador quiere ser una potencia megadiversa y estamos trabajando en esa línea, ¿no? El otro aspecto me parece el rol del Estado y del gobierno, ¿no? He escuchado, a veces me parece que se asocia, una tendencia a la demonización del rol del Estado y de los gobiernos. Entonces, yo pienso que hay que entender que los estados no son entes monolíticos, no son entes predecibles y contrarios al interés colectivo per se, ¿no? Yo pienso que esto nos convoca a un análisis más fino. Es decir, yo he sido una combatiente, una militante ecologista por años y ahora tengo un papel de gobierno, de servidora pública de un gobierno y puedo mirar la diferencia, ¿no? Entonces, yo pienso que todo depende de la naturaleza, de la legitimidad, de la orientación política de un gobierno. Y ustedes lo saben muy bien aquí en Alemania. En otras palabras, lo que quiero decir es que es muy, muy diferente hablar, por ejemplo, del interés público en un estado como el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Y no pongo el ejemplo de Ecuador, pongo el ejemplo de Bolivia, y compararlo, por ejemplo, con el interés público que pueda representar un gobierno como el de, mejor no digo, ¿no? Porque no voy a decir, pero ustedes pongan el ejemplo. Miren cualquiera de los gobiernos, muchos de los gobiernos europeos, Italia, por ejemplo, ¿no? No sé, mejor no digo, porque creo que están grabando. Pero miremos eso. Entonces, ocurre, lamentablemente vemos que en el caso europeo y en América Latina vemos con angustia un proceso de fuerte derechización en Europa que yo pienso que no para. Entonces, y que cada vez es más evidente que hay un camino que espero que sea reversible hacia entender el interés público de otra manera, ¿no? El interés público como interés corporativo, y eso es muy peligroso, ¿no? Entonces, en sociedades, me dicen que ya voy a terminar en 2 minutos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que en sociedades altamente desiguales, discriminatorias, yo pienso que se puede valorar y recuperar el rol arbitral del Estado, es decir, el rol de intermediario entre capital, trabajo y naturaleza, para utilizar una categoría marxista pura y dura, así ya no esté de moda eso, ¿no? Es decir, de un árbitro entre el interés público y el interés privado. Yo pienso que, quizá para terminar, a mí me parece que es fundamental una tarea, ¿no? Y esto lo hablo más bien desde la política. Y me parece que es fundamental politizar el concepto de los bienes comunes, ¿no? Como un discurso de interpelación y de transformación. Porque de no ser así, podemos también convertir el discurso de los comunes en una plataforma que beneficia o que favorece el control corporativo de bienes estratégicos, de una distribución excluyente e inequitativa de los beneficios. En otras palabras, podríamos correr el riesgo de reproducir prácticas neocoloniales de expropiación. Y aquí yo pienso que hay que tener mucho cuidado. Por eso es
importante entender que estamos en una disputa de significados, en una disputa de narrativas, en una disputa de discursos, y que justamente lo que hay que poner sobre el tapete y reivindicar es el potencial revolucionario y transgresor del discurso y de la práctica de los comunes. Y yo pienso que esta reunión y que este diálogo sirve justamente para eso. Así es que con eso que quisiera terminar y agradecerles a ustedes por su paciencia. Se fue corriendo. Ganz herzlichen Dank für diesen anregenden Beitrag mit vielen, vielen Denkanstößen. Wir gehen aber, glaube ich, jetzt erstmal nahtlos über zur zweiten Keynote, zu Silke Helfrich. Go ahead. Ich werde aufstehen, weil parar heißt nicht nur anhalten im Spanischen, sondern auch separar, sich aufstehen. Y porque sí, vamos a parar la derechización en Europa, porque nosotros lo vamos a hacer. Y voy a dar algunos ejemplos. Einen herzlichen Gruß an die Übersetzer da hinten, die heute zum ersten Mal eine deutsche Präsentation hier hören. Sie machen einen tollen Job. Ich höre es zwar nicht, aber ich bin ganz sicher, dass das so ist und ich höre das vom Publikum. Ich erzähle normalerweise vom Unterschied zwischen den Gemeingütern und den öffentlichen Gütern, weil der immer verloren geht. Ich beginne mit einem Gedicht, wie das, was ich jetzt kurz rezitieren werde. Zunächst auf Englisch und dann auf Deutsch. Die spanische Variante haben wir noch nicht entwickelt. Das ist ein sehr kreativer Prozess, den man dafür braucht. Das Gesetz, ich fange auf Deutsch an. Das Gesetz sperrt ein, Mann oder Frauen, die der Allmende Gänse klauen. Doch dem größeren Schurken es erlaubt, dass er der Gans die Allmende raubt. The law will jail the man or woman who steals the goose from off the common, but leave the greater villain loose who steals the common from the goose. So beginne ich normalerweise meine Vorträge und dann halte ich sozusagen so diesen Vortrag über, was sind eigentlich die Gemeingüter, weil ich möchte diese Herausforderung gleich annehmen, zu sagen, wir reden darüber, als wären das Objekte. Ich stelle mir immer vor, die Gemeingüter, die haben was mit so einem Baukastensystem zu tun. Das ist vielleicht ein bisschen vereinfacht, aber manchmal muss man die Dinge einfach erklären, damit sie gut vermittelbar sind. Wir haben versucht, das in dieser Broschüre zu tun mit Kollegen, die auch hier im Raum sind. Rainer Kuhlen, Christian Siefke sind hier, Wolfgang Sachs, der leider nicht hier sein kann. Gemeingüter, Wohlstand durch Teilen. Und da erklären wir das in so einem Bausteinprinzip. Wenn wir von den Ressourcen reden, dann reden wir von den Ressourcen, die wir gemeinsam nutzen. Wir nennen das Gemeinressourcen, die Allmendressourcen, wie sie immer wollen. Darüber kann man als Ding reden. Das ist was Anfassbares oder etwas Nicht-Anfassbares. Das ist das Wasser oder der Softwarecode. Und dann gibt es irgendwelche Menschen, die miteinander darauf angewiesen sind, mit diesen Ressourcen umzugehen. Die Gemeinschaften, das ist im Deutschen nicht so PC, von den Gemeinschaften zu reden, aber das ist eine andere Diskussion. Die Communities, die können sehr klein sein, sehr groß, lokal organisiert, regional. Im Falle der globalen Gemeinressourcen, der Atmosphäre, der Biodiversität ist das eben die Weltgemeinschaft. Da haben wir also die Ressourcen und die Communities und dann brauchen wir ein Set von Regeln und Normen, von Handlungsdispositionen, von Dingen, die uns letztlich dazu bringen, dass wir uns darüber verständigen, wie wir den Zugang und die Nutzungsrechte zu diesen Ressourcen unter uns aushandeln. So, dass sie möglichst fair verteilt sind, so, dass übermorgen auch noch Ressourcen da sind und so, dass wir wirklich das Gefühl haben, wir nehmen unser Leben in die eigene Hand. Denn,
Und da möchte ich natürlich, ja, ich muss ja dann, dann doch leider sozusagen zugestehen, dass wir nicht immer so leuchtende Beispiele wie das, was wir eben aus Ecuador gehört haben, denn da ist nicht immer ein Staat, der sich für uns kümmert und das so macht, dass eben die Dinge fair geteilt werden und auch morgen noch da sind. Und ich möchte, da, normalerweise, wie gesagt, halte ich diese Rede, dann habe ich mir aber gedacht, ich kann Ihnen ja einfach empfehlen, diese Broschüre zu lesen. Die gibt es nämlich anlässlich dieser Konferenz jetzt auch schon auf Englisch und Französisch und hoffentlich auch bald auf Spanisch und auf Portugiesisch und auf Arabisch und so weiter. Chinesisch, wir haben auch chinesische Gäste da, ich kann Sie da nur animieren. Nutzen Sie die Knowledge Commons, um dieses Wissen zu teilen. Und dachte, ich setze vielleicht heute lieber die Reise durch die Welt der Gemeingüter als Reise durch die Welt mit Ihnen fort. Und diese Reise beginnt in diesem Fall in Florenz. Ich war im Juli 2010 zur International Summer School on Social Banking eingeladen. Das finde ich schon mal eine interessante Information, dass die Social Banker dieser Welt sagen, wir wollen jetzt mal einen Vortrag über die Sache mit den Gemeingütern hören. Erklären Sie uns mal, was das ist und was das mit Geld zu tun hat. Das hat mir einige Kopfzerbrechen bereitet, aber jedenfalls bin ich dann nach Florenz gefahren und bin dann da durch die Stadt gelaufen und da stelle ich fest, diese Einhegung der Gemeingüter, Sie kennen diese Idee mit den Zäunen um das Land, wo die Gemeingüter eingehegt werden, die findet man in Florenz plötzlich andersrum. Dort haben Sie keine Möglichkeit mehr, in dieser, ich sag's mal salopp, Affenhitze, irgendwo einen Rastplatz zu finden, sich irgendwo hinzusetzen, es sei denn in einem eingezäunten Terrain, das Sie letztlich dazu zwingt, dass wenn Sie mal innehalten wollen, eine Verschnaufpause brauchen, Sie dort konsumieren. Die einzige Möglichkeit in der Touristenstadt Florenz, sich hinzusetzen und ein Glas Wasser zu trinken, es gibt keine öffentlichen Brunnen mehr, es gibt kein Trinkwasser mehr in der Stadt und früher hat es das immer gegeben und es gibt keine Möglichkeit, sich auf irgendeine Bank in dieser Stadt zu setzen, durch die Millionen von Menschen laufen. Die einzige Möglichkeit, das zu tun, ist die Restaurants, die den öffentlichen Raum belegen, zu nutzen oder es eben zu machen, wie diese Touristen. Interessanterweise gibt es ein paar italienische Städte, die sagen, das Sitzen in dem öffentlichen Raum ist nicht erwünscht. Das ist die schleichende Erosion der Gemeingüter. Die ist sozusagen auch deshalb schleichend, weil sie nicht so richtig bemerkt wird, weil man sich daran gewöhnt, weil man es hinnimmt, weil man letztlich nichts mehr dabei findet, dass man Wasser nur noch trinken kann, wenn man 2,80 Euro für so ein Glas bezahlt. Niemand bemerkt's. Ganz anderes Beispiel, ganz anderes Thema. Können Sie sich was unter Nanotechnologie vorstellen? Ich frage jetzt mal nicht Pat Mooney, den Experten, den wir hier sitzen haben. Den können wir nachher noch bitten, uns darüber einen Vortrag zu halten. An mir läuft es immer kalt den Rücken runter, wenn Pat Mooney Vorträge hält. Aber ich muss gestehen, ich kann mir nichts unter Nanotechnologie vorstellen. Aber was ich mir vorstellen kann, inzwischen ist die Dimension, über die wir hier reden. Ich habe versucht, das mal zu versinnbildlichen. Das ist sozusagen eine künstlich gebaute Struktur auf Nanoebene. Und Sie sehen da unten den Maßstab. Was Sie da sehen, also diese Dimension da in echt auf dem Slide, ist ein Tausendstel Millimeter. Ein Nanometer ist ein Millionenstel Millimeter. Vielleicht können Sie sich davon eine Vorstellung machen. Jetzt ist ja interessanterweise so, dass die Nanotechnologie irgendwie im öffentlichen Bewusstsein so was ganz Tolles ist. Wir haben allein in Berlin hier 89 Institutionen, wo öffentliche Mittel in die Forschung, also Institutionen, wo Forschung und Entwicklung in dem Bereich betrieben wird. Es gibt die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete. Ich will das gar nicht bewerten und es geht auch nicht darum, diese Technologie zu bewerten. Wir haben in Nordrhein-Westfalen 447.000, eine interessante Zahl. Die habe ich heute von Pat Mooney erfahren. Überhaupt die Seite von der etc. Group ist eine Fundgrube für solche Geschichten. 50 Milliarden US-Dollar sind seit 2000 in diesen Sektor geflossen. Und die Öffentlichkeit weiß nicht so richtig, wo uns das hinführt. Hier ein Zitat aus der European Patent Organization, frisch kopiert aus dem Internet, daher in Englisch. Nanotechnology is considered by many to be one of the key technologies of the century with an expected market volume of 1 trillion euros in 2015. Wenn ich mich nicht irre, steht also hier, dass das eine
Ein erwarteter Marktwert im nanotechnologischen Bereich im Jahr 2015 von $1 Billion, ist das richtig? $1 Billion erreicht wird. Euro, Entschuldigung, genau. Auch das ist die schleichende Erosion der Gemeingüter, wo man geradezu den Eindruck hat, dass eine öffentliche Diskussion zu den Fragen, warum zum Beispiel die Mittel ausgerechnet in diesen Bereich führen und wo uns das hinführt, gar nicht erwünscht scheint. Ich will nur mal nur einen Aspekt benennen, der uns zumindest beunruhigen sollte. Wir kennen das aus der Anwendung der Gentechnologie. Je mehr wir technologisch in der Lage sind, das Leben in seine einzelnen Bestandteile zu zerlegen, umso einfacher wird es, auf immer niedrigerer Skala das Leben zu privatisieren. Als wir noch keine Gene isolieren konnten, konnten wir auch noch keine Gene patentieren. Als wir die Materie noch nicht in ihre Nanopartikel zerlegen konnten, konnten wir auch keine Materie auf Nanoebene patentieren. Wenn Sie das aber können, und es gibt einen wahren Patenthype im Bereich Nanotechnologie, können Sie alle Produkte, die auf dieser Skala aufbauen, und je tiefer Sie natürlich gehen, umso breiter ist die mögliche Produktpalette, ein für alle Mal sozusagen monopolisieren. Aber öffentliche Diskussion ist nicht erwünscht. Und jetzt weiter auf der Reise vom globalen Süden. Entschuldigung, vom europäischen Süden und dem globalen Nanotechnologie-Hype fahren wir jetzt nach Berlin, direkt auf dem Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof ist ja sowas wie eine Shopping-Mall mit Kundenanlieferung. Ich weiß nicht, ob Sie mal versucht haben, auf dem Berliner Hauptbahnhof eine Wartehalle vorzusehen. Normalerweise sollen ja Reisende auf dem Bahnhof reisen und da wartet man gegebenenfalls auf einen Zug. Aber das ist dort nur, ich bin ja Vielfahrerin, ich darf dort in die Lounge gehen, aber normale Bahnfahrtkunden dürfen das nicht. Da fahren wir also nach Berlin und kommen da irgendwie ans Brandenburger Tor und stellen fest, hier passiert ja gerade was ganz Interessantes. Sind Leute vom Berliner Wassertisch hier. Ja, super. Das ist ein ganz aktuelles Beispiel. Und zwar Ende Oktober, also vor, ich glaube, vor 3 oder 4 Tagen, hat eine Tageszeitung hier in Deutschland, die Taz, die Geheimverträge veröffentlicht, Teile der Geheimverträge veröffentlicht, die im Zuge, bitte? Teile, habe ich ja gesagt. Im Zuge der Wasserprivatisierung in Berlin Mitte der 90er Jahre hier abgeschlossen worden sind. Dagegen gibt es nun ein Volksbegehren. Und dieses Volksbegehren, ja, eigentlich ist das gar kein schlechtes Bild. Darum geht es ja, sozusagen aufstehen und sich sozusagen wiedererkennen. Wir sind das Volk, ich komme ja aus dem Osten, ich darf das sagen. 1999 also werden 49,9% der Berliner Wasserbetriebe an RWE und Veolia verkauft, für damals 3,3 Milliarden D-Mark. Man müsste mal entgegenrechnen, was die Auseinandersetzung um diesen Deal die Stadt Berlin inzwischen gekostet hat. Man weiß allerdings, was es die Bürger und Bürgerinnen von Berlin gekostet hat. Die Wasserpreise in Berlin sind mit die teuersten weltweit. Die Anzahl der Beschäftigten ist um etwa ein Fünftel in diesem Bereich der Wasserversorgung ist um etwa ein Fünftel zurückgegangen. Und was wir schon von ACTA und NAFTA und all den Freihandelsverträgen in Lateinamerika und weltweit kennen und von TRIPS und was ist ACTA, genau, ACTA ist das Aktuelle, ist genau dieser Mechanismus, Geheimverträge mit Gewinngarantie, eine Gewinngarantie, die nicht verfassungsgemäß ist, wie Berliner Gerichte festgestellt haben, und dann sozusagen in die Anhänge abgeschoben worden. Was ich daran nur wieder interessant finde, das ist ähnlich wie bei dem Beispiel in Florenz, dass das gar nicht ungewöhnlich ist. Eigentlich könnte man sagen, das ist sogar die Norm. Die Norm ist deutsches Aktiengesetz beispielsweise. Wenn Sie hier Kapitalgesellschaften in Deutschland organisieren, dann kann man Ihnen als Unternehmer eigentlich gar nicht vorwerfen, dass Sie den Shareholder Value, also das Bedienen der unmittelbaren finanziellen Interessen der Aktieninhaber, als oberstes Ziel setzen. Und das können Sie Ihnen deshalb nicht vorwerfen, weil Sie dazu verpflichtet sind.
angemessener Ausgleich nennt sich das. Ich weiß nicht, ob es der richtige Paragraph ist, aber vielleicht ist hier ein Kenner des Aktiengesetzes unter uns, der uns noch besser erklären kann, wo sich sozusagen all diese Denkweise in unserer Gesetzgebung verbirgt. Ein Beispiel, Paragraph 304 des Aktiengesetzes. Ein Beherrschungsvertrag muss den Aktionären als angemessenen Ausgleich einen bestimmten jährlichen Gewinnanteil nach der für die Ausgleichszahlung bestimmten Höhe garantieren. Kurz und gut, es ist vom Gesetzgeber so gewollt, dass der Shareholder Value über ökologischen und sozialen Zielen steht. Auch das ist eine schleichende Erosion der Gemeingüter. Aber wie wir gerade gesehen haben, dank der Leute vom Berliner Wassertisch, es regt sich Protest und hier wird in Volksberg gern in die nächste Runde gehen und die Berliner müssen 600.000 Unterschriften zusammentragen und ich bin mir ganz sicher, dass sie das schaffen. Warum schaffen die das? Warum kann man das jetzt mal einfach so behaupten in Deutschland im November 2010? Weil sich ein neues Kürzel breit gemacht hat hier in diesem Land. Das nennt sich S21. S21 steht, der neue Slogan in unserer Tagespresse, steht für Stuttgart 21. Das ist Stuttgart, die Stuttgarter Innenstadt. Und dabei geht es um ein verkehrstechnisches Großprojekt für die Gäste aus dem Ausland unter uns, die das nicht wissen, dass die Stadt angeblich in eine Metropole des 21. Jahrhunderts transformiert, katapultiert sozusagen. Die Idee ist, einen denkmalgeschützten Kopfbahnhof und das gesamte Gleisbett unter die Erde zu verlegen, möglichst dafür zu sorgen, dass die Züge noch 3 Minuten schneller fahren als bisher. Die Zahl ist jetzt nicht aus dem Hut gezaubert, sondern es geht tatsächlich bei vielen Zügen nur um 3 Minuten, die Anbindung zum Flughafen viel schneller zu machen, sodass sozusagen möglichst mehr Verkehr durch die Stadt fließt, was das mit der Stadt, ihrer Infrastruktur und der Frage macht, ob sich Menschen dort eigentlich dazugehörig fühlen, wie sie eigentlich ihren gemeinsamen Raum, in dem sie leben, den Teil ihrer Identität ausmacht, gestalten wollen, um die geht es nicht. Die Frage des schneller, höher Weiterkommens von A nach B, zugeschätzten Baukosten von 5 bis 20 Milliarden Euro. Sie wissen, dass das bei Großprojekten immer so eine Sache ist. Und auch das, da entscheidet man in demokratisch legitimierten Verfahren, in diesem Falle nicht mit Geheimverträgen, sondern die Verträge waren immer öffentlich einsehbar, über einen Prozess, der dennoch letztlich den Bürgern verschlossen und intransparent bleibt, über eine fundamentale Transformation der Räume, die eigentlich uns gehören. Und ich behaupte jetzt mal, dass was da passiert ist in Stuttgart, wir haben ja Stuttgarter hier eine ganze Menge sogar und wir haben auch die Leute aus der Initiative dieser Protestkundgebungen hier, was dort plötzlich passiert ist, dass sich viele Stuttgarter Bürger, und zwar ist eine sehr konservative Stadt im Grunde, seit Urzeiten CDU regiert, plötzlich dessen bewusst geworden sind, dass es hier um ein Commons geht. Das heißt, es ist unsers und dieses unsers, wir wollen mitentscheiden, wir wollen das nachvollziehen können. Es geht um die Zukunft unserer Stadt und unserer Kinder, sagen, plötzlich auch wieder Oberwasser bekommen hat. Also, da haben wir eine schleichende Erosion der Gemeingüter, gegen die sich Protest regt, auch wenn es regnet. Und in Stuttgart hat es ziemlich heftig geregnet, vor allem bei diesen Protesten. Das sind Bilder, denn normalerweise läuft dann hier so ein kleines Video und da sehen Sie die Wasserwerfer. Ich kannte sowas nur aus Mexiko, diese sagen schwer bewaffneten, gegen die Bürger antretende Staatsmacht, die überhaupt nicht versteht, was da plötzlich passiert und die Polizei, die eigentlich immer einen guten Ruf hatte in der Stadt, dafür einsetzt, Wasserwerfer gegen die Demonstranten einzusetzen. Spätestens das hat den Konflikt über die regionalen Grenzen hinausgetragen und ihm zu einem nationalen Gegenstand gemacht. Und dieser Konflikt, Stuttgart 21, dieser Konflikt um die Commons, um das Recht mitzubestimmen und uns das, was uns gehört, wovon wir leben und wovon wir alle einen Anteil haben, wird die Gesellschaft verändern. Ja, dann hatte ich jetzt noch 2 Ideen. Vielleicht ist dafür noch Zeit. 2 Ideen, nämlich einmal wollte ich ein bisschen was darüber sagen, warum ich denke, dass die Commons eben kein auf das Objekt reduzierter Diskurs sind,
sondern einer, der gerade diese Frage, wer sind eigentlich wir, welchen Anteil haben wir an diesen Entscheidungen sozusagen, die über unsere Ressourcen getroffen werden, der wieder dafür sorgt, dass wir resilient communities, heißt das auf Englisch, sagen, starke, stabile soziale Bezüge brauchen, die sich für ihre Gemeingüter einsetzen. Und da wollte ich kurz vier Bilder zeigen, vier Ideen benennen und ins Bild setzen. Es gibt diese eine Idee, die inszenieren wir, wenn ich eine Commons-Veranstaltung organisiere, dann inszeniere ich die immer, zu sagen, die Commons als Diskurs sind so effizient, weil sie die Kartoffeln und die Computer zusammenbringen. Die Frage, wie teilen wir eigentlich und wie regeln wir die Zugangs- und Nutzungsrechte an den natürlichen Ressourcen, aber auch wie regeln wir die Zugangs- und Nutzungsrechte an den kulturellen Ressourcen, die kommt hier zusammen. Und dort, wo wir kreative Lösungen finden, kann die eine Community die andere befruchten. Also, ich sage es mal andersrum, vielleicht auch in marxistischen Termini, das sind ja immer Produktionsmittel oder auch Reproduktionsmittel. Die Frage, wie wir die eigentlich wieder in die eigenen Hände kriegen, ist die zentrale Frage. Und da die Wissenscommons, die Frage von Software, von Hardware außen vor zu lassen, in der Wissensgesellschaft, wo Wissen und Software die zentrale produktive Ressource sind, wäre geradezu sträflich. Also so genau wie wir aufs Land und aufs Wasser gucken müssen, müssen wir auch auf die Frage gucken, wer verfügt eigentlich über unser Wissen? Stichwort intellektuelle Eigentumsrechte haben wir schon benannt. Zweiter starker Punkt für die Commons. Ein Kollege, ich glaube, der ist gar nicht mehr da, den zitieren wir auch hier, hat mal gesagt, das Charmante an den Commons, ich zitiere jetzt aus dem Kopf, ist doch, dass die jedem was bietet. Den Liberalen sozusagen die Idee von individueller Entfaltung, den Konservativen die Idee des Bewahrenden, den Sozialisten die Idee der gleichen Teilhabe, den Anarchisten die Idee der Selbstorganisation. Was ich damit sagen will, tatsächlich sind die Commons sozusagen anschlussfähig in viele verschiedene politische Denktraditionen und schöpfen daraus das Beste. Das ist eigentlich auch was man in Stuttgart gut sehen kann. Alle gucken erstaunt darauf, dass sich plötzlich rechts wie links, dass es keine traditionellen Spaltungen mehr gibt zwischen den Protestanten dort, weil es das in der Auseinandersetzung um die Commons nicht gibt. Dritter Punkt. Ich halte das tatsächlich sozusagen für ein fundamental transformierendes Potenzial, das dieser Diskurs hat. Und zwar, weil er Grundpfeiler, Grundkategorien der bestehenden gesellschaftlichen Ordnung nicht gleich auf den Kopf stellt, aber zumindest hinterfragt. Also zum Beispiel dieses Primat der absoluten individuellen Verfügung über die Dinge. Ja, also das ist ja ein sehr moderner, historisch extrem junger Eigentumsbegriff, der sich überall breit gemacht hat, bis hin zur absoluten individuellen Herrschaft über das Leben und die Bestandteile der Materie. Der wird aufgerollt, neu aufgerollt und sozusagen wieder mit der Substanz dessen, wie wir eigentlich gemeinsam unsere Besitzrechte an den Gemeinressourcen wieder wahren können, quasi in Treuhänderschaft für künftige Generationen, in viele unterschiedliche Eigentumsformen diversifiziert. Und der letzte Gedanke, ich hätte noch mehr solche Pfeiler benennen können, aber wir haben jetzt keine Zeit. Schon der vierte, zwei waren angekündigt. Genau. Nein, es waren zwei Ideen, zwei große Ideen und in jeder Idee waren vier verschiedene Vorschläge. Aber dann lasse ich es jetzt bei dieser letzten Folie und meine vier verschiedenen Vorschläge erzähle ich Ihnen nachher in der Diskussion. Das waren Vorschläge, wie könnte man denn Politik anders stricken? Die sind sehr konkret, aber da müssen Sie jetzt warten. Und meine Schluss... meine letzte Anregung ist die, die Sie in einem Papier, was die Gruppe, die diese internationale Konferenz, die hier stattfindet, vorbereitet hat, das Steering Committee dieser internationalen Commons-Konferenz, da sagen wir, die Commons sind das dritte Element jenseits von Markt und Staat und die brauchen strukturelle, politische und intellektuelle Unterstützung. So wie sozusagen strukturelle, politische und intellektuelle Unterstützung in die Verträge über geistige Eigentumsrechte eingeschrieben wurde. Dieses Denken ist dort kodifiziert.
Und wenn wir denken in Commons-Kategorien, in der Art, wie wir Gesetze machen, kodifizieren können, dann sind wir einen Schritt weiter. Und dafür hätte ich 2 oder 3 kleine Vorschläge, aber die spare ich mir dann auf für nachher. Schönen Dank. Schönen Dank, Silke Helfrich. Es ist eine sehr unangenehme Aufgabe, hier immer so disziplinierend einschreiten zu müssen. Ebenso unangenehm ist es, sich so zurückhalten zu müssen angesichts derartig vieler verschiedener Themen und Aspekte, die jetzt hier schon aufgerissen worden sind, von der Minga über den Glücksindikator zur Nanotechnologie, Kartoffeln und Stuttgart 21. Ein riesiges Spektrum von Themen, das jedes einzelne würde Vertiefung verdienen. Ich bitte jetzt die beiden, ich darf es ja leider hier heute nicht machen, die beiden Replikanten heißt es glaube ich nicht, sondern die beiden Podiumsteilnehmer, die auf die beiden Vorträge reagieren sollen. Als erstes Herrn Pithaus. Vielleicht mit der Bitte, sich zu konzentrieren auf das, was diese heterogenen Dinge verbindet, wenn das irgend geht. Weil das ist ja eigentlich der neue Diskurs. Und auch mit der Bitte, sich an die Zeit zu halten, weil die schon sehr vorangeschritten ist. Herr Pithaus. Well, thank you. Good evening to everyone. It's not often in my life that I've, in fact, if ever, to be honest, heard a politician speak in such a subtle and and nuanced way with so many exciting ideas. But I think as welcome and as exciting as it is, there's still an obligation to try and tease them out and see what the limits are, knowing of course that anyone who's in a position of authority in a state has to operate within constraints and has to also speak in a strategic way. So being very well aware of all of that. And I must say very clearly that I don't know anything about the sort of realities on the ground in Ecuador or anything like that, and I can't speak to that. But I can respond to what's been said from my own experiences elsewhere. And I'm glad that Silke started with this old English rhyme, which, you know, many people who grew up speaking English learnt as a kind of ditty as a child without understanding its meaning, you know, about the person who steals the goose off the common being seen as the villain, but not the person who steals the common off the goose. Because that English rhyme takes us back to that period of enclosure in England and the incredible violence that accompanied it in England and then later around the world as some of those people who were enclosed ended up in places like the small town in South Africa where I work now and then turned on other people to take their land. And I think it's very important that we be very aware of the violence that is at the heart of this process of enclosure, because a lot of the discussion we've had this evening and during the day has tended to frame how we think about commons as a kind of ethical shift, as a question of getting our heads right. Now that's something that is obviously not unimportant, and in certain social situations, simply changing your headspace can result in a kind of dissident space within society where you can live differently. And I know that there are many such spaces in Western Europe. But certainly, in I think most of the world, this process of enclosure is very violent, and there are real material interests behind it that can't necessarily just be won over by saying you have a different ethical paradigm. There has to be, at some point, whether you like it or not, a confrontation. And I wondered if it wouldn't be valuable for us to bring that more to the fore, because for many reasons, one of which is that if you do try to do something innovative and interesting, which by the sounds of it is being attempted in Ecuador, much of what was said was incredibly exciting, you immediately come across opposition. You come across opposition, whether it be from the World Bank, in some cases the US military, you know, if you're in Haiti, you come across opposition from your own local elites. And the only way to protect your projects, protect your politics, as if you have real popular mobilization behind you. And, you know, it was said that it's the commoners that control the commons, but it's the commoners who will defend the commons. And most of us who are here are not really commoners in that sense. I mean, most of us are part of civil society or the academy and so on. And I think it's enormous danger, enormous temptation for us, because
of the wonderful privileges we have of being at a meeting like this, meeting people from all over the world, of thinking that we can solve these things with technical interventions, with good ideas. Thinking is important. But if that thinking is not in dialogue with the struggles that actually exist in the world, it's going to run into limits. And a state that's trying something innovative runs every risk of being defeated or being crushed. So one of my questions would be, who are the commoners who are supporting this kind of project, and how is the state enabling them to keep organizing, perhaps with some autonomy, so that they're not dependent on the state, so that they can defend this? I think, if you know, of course, we have to look at these questions at a whole level of scale, but most of our discussion here has been about the high-level scale, the kind of policy interventions. Of course, we need to think about democratizing the UN and so on. But I wonder also where we find that support at the bottom of society. And one of the things that concerned me from a position of complete ignorance about Latin America, about the discussion tonight and during the day, the whole day today, is this tendency to go back to this idea that there's sort of this binary opposition. There's the sort of capitalist neoliberal world, and there's the traditional indigenous world. Sometimes when we're talking about commons, there's a kind of digital commons and the indigenous commons. It concerns me for a number of reasons, one of which is that this kind of network, someone called it an international today, that we've are part of here, is very much rooted in, well, to some degree anyway, in Western Europe. And you find in both Western Europe and North America an overwhelming tendency to say that it's important to recognize that indigenous people in the third world have a right to be different, but in that very moment of recognizing subjectivity, actually to objectify, actually to encase people in an identity that's fixed and seen as outside of the modern world. Now, I'm not saying that that's what has been done here. But what I am saying is that a very large proportion of people in this world are people who are commoners that have been expropriated, who are living in cities, who live a very cosmopolitan life, who don't in any sense make claims in terms of the language, or not fully make their claims in terms of the language of tradition, who themselves have an aspiration for modernity, and who are really locked out, not in the sense of access to culture necessarily, but certainly in access to material goods. And when I look around the world, when I see when there really are popular movements that really are able to defend a state that's doing something innovative, like Lavalas in Haiti, or like some of the movements in the barrios in Caracas, or in La Paz in Bolivia, very often they're those modern people, those cosmopolitan people who've been dispossessed from their commons. And we've heard nothing about those people, and I just worry about the danger of this kind of binary, because what about the people who are in the cities, who are urban, who are very well able to organize just because of the practicalities of living close together, whose claims can't be framed in terms of a return, because that is lost. Very often they are trying to create new forms of urban solidarity. But yeah, I wonder about that, and I wonder about this simple distinction between these two worlds, when in fact a lot of the political energies, for good and bad, because it can be very reactionary too, actually comes in the cities. I also wonder if it isn't important for us to think much more seriously about people. You know, it was said earlier in the day that, you know, if capitalism just kind of went away, it would be okay. But there are a lot of people who have had the commons expropriated from underneath them, who are living in cities, who are poor, and who don't have, at the moment, access to a livelihood through the sort of processes of industrialization that generated work in Europe. And, I mean, what can the commons do for those people? And when those people do try to assert some kind of commons, they can't do it. It's an insurgent process. They can't do it in the language of tradition. They can't ask to be governed separately as a different people. And invariably, they're criminalized, which is why I think this goose story is good, because we really have to face up to the fact that if we want to think of a society that's inclusive, that for most people, their basic livelihood strata, or many people anyway, render them criminal, and that as for us as civil society, we're not supposed to engage with criminals. But I think we need to take that very seriously.
I should probably just leave it there, but just to make one final point about the use, I'm not sure exactly how to pronounce it, Yasuni model. I mean, clearly, there's a real value in people in the global south saying, which I think essentially is what's going on here, that people in the global north who've benefited from industrialization and from the whole process of colonialism and slavery and North America genocide should be the ones to cover the cost of the demand to the global south not to industrialize, because that demand is often made to people who are poor, and it's made in a way that doesn't take seriously the crisis of people's everyday lives. I mean, if your children are dying of diarrhea, if your home is burning down three or four times a year through shack fires, you have to confront that immediate crisis. And I think the sense of that immediate crisis has been lacking in many of our discussions. And I do worry that framing the sort of problem we face mostly, as we've often done today, and the but tonight, in terms of global warming and the sort of looming ecological catastrophe, can also be a way, which has happened many times in history, of creating an almost sort of millennial feeling in which the big picture is the one that counts, and the people that can operate globally, transnationally, can sort of reprivilege their own agency, given the sort of looming global disaster. And as soon as you say the whole fate of humankind is at stake, I'm not saying it isn't. You just have to be very careful that you block yourself off from the ordinary struggles that ordinary people can wage and that are really, really in their hands. So while the idea that the global north should pay some kind of almost reparation if people in the global south are being asked not to industrialize and not to pursue an economic developmental path that could actually create work and wealth is a good one, I just wonder if there's any possibility for us thinking about how this doesn't become the exception that legitimates the rule. Because in any kind of exploitative process, you know, if people are being evicted from their shacks, any state, China, South Africa, will build a model village somewhere and say, look how wonderful it is. Meanwhile, most people's lives are just being smashed. And, you know, this kind of language, biodiversity, it has this global currency. It's not seen as heretical. It's not seen as threatening. And it's a very easy thing, which is not to say that it's not fantastic that you're trying to do it, and I don't wish you luck with it, to win support for. But how do we stop this from just being this kind of little island amidst the broader devastation? So I think I've spoken for longer than I should, so I'll stop there. But thanks. Ja, vielen Dank für diese kritischen Anmerkungen. Ich gebe gleich weiter an die nächste Kritikerin, Barbara Unmüßig, falls sie denn kritisch ist. Na, Kritikerin ist wirklich schwer. Ich denke, wir haben zwei sehr, sehr gute Inputs bekommen von Fernanda und Silke und einen ersten guten Kommentar von Richard. Und ich versuche jetzt vielleicht noch den ein oder anderen Gedanken hinzuzufügen oder auch die aufzugreifen, die schon von allen dreien genannt worden sind. Ich möchte anknüpfen an die Herausforderungen von Fernanda, was die multiplen Krisen angeht, und anknüpfen an Silkes Forderungen, dass Commons Grenzen regeln, aber vor allem auch Kümmerinnen und Kümmerer brauchen. Ich möchte noch mal an der Herausforderung, die Fernanda gut angesprochen hat, anknüpfen. Unsere Frage, die uns doch hier alle bewegt, ist, wie bleiben wir endlich in den ökologischen und auch atmosphärischen Grenzen? Wie bleiben wir da drin? Wir eigentlich wissen alle, dass wir Grenzen ziehen müssen. Das sind echte Grenzen, die wir brauchen. Und Grenzen, wenn es um den Klimawandel geht, sind klar. Wir müssen drastisch unsere CO2-Emissionen kürzen, runterfahren, in eine niedrigschwellige, fossilfreie Ökonomie eintreten. Wir müssen Fehlentwicklungen stoppen. Wir haben unglaublich viele falsche Antworten in dieser Welt. Das Mobilitätsproblem, die Kontinuität von Mobilität im Norden oder auch im globalen Süden versuchen wir mit Bioenergien oder sogenannten Biofuels zu beantworten. Damit bedrohen wir die Ernährungssicherheit von vielen Menschen. Wir müssen diese Fehlentwicklungen stoppen, von nuklear bis falsch verstandener Bioenergiepolitik. Und wir müssen zum Beispiel, um Yasuni aufzugreifen, das Öl in der Erde lassen und sind froh, dass es da Vorreiter gibt
wie Ecuador, das hier einen Vorschlag vorgelegt hat, appellierend auch an unsere Mitverantwortung. Und hier muss ich sagen, schäme ich mich für unsere Bundesregierung, die in ihrer neuen Konstellation, in der als schwarz-gelbe Regierung bislang keine ernsthaften Anstrengungen macht, Ecuador zu unterstützen und einzuzahlen in den Treuhandfonds. Ich weiß, dass viele Aktivitäten laufen, das hinzukriegen. Ich möchte hier sagen und anknüpfen an das, was Richard sagte, wenn wir Fehlentwicklungen stoppen wollen und wenn wir Grenzen ziehen wollen, dann müssen wir kämpfen. Und zwar auf allen Ebenen. Es ist so, dazu braucht es Widerständigkeit. Sonst kriegen wir diese Grenzen nicht, weil wir mit genug Lobbys überall auf der Welt zu tun haben und auch mit dem, was heute Morgen angesprochen wurde, mit politischer und ökonomischer Macht, die von der Basis, von unten Druck, politischen Druck braucht, damit wir diese Grenzen bekommen. Und wir brauchen Solidarität, nämlich Solidarität mit denjenigen, die für den Erhalt der Commons kämpfen, Solidarität mit denjenigen, die ihre Wälder schützen wollen. Und da, glaube ich, können wir immer noch kräftig nachlegen, weil es an dieser Solidarität und an dieser Mitverantwortung, auch wenn jetzt nicht hier von uns hier im Saal, aber doch grosso modo in unseren Gesellschaften fehlt. Der Norden ist nicht wirklich solidarisch mit dem Süden. Es ist im zu weiten Teilen und zu großen Teilen eigentlich oft viel zu egal, was es bedeutet, dass 1 Milliarde Menschen in absoluter Armut leben. Das ist der Fakt, mit dem wir zu tun haben. Armut im globalen Süden steht nicht auf der Agenda des Nordens. Es ist einfach nicht wahr. Zweite Herausforderung, soziale Ungleichheit. Wem gehört was, ist hier das große Thema auf dieser Konferenz. Fernanda und Silke haben die Eigentumsfrage angesprochen. Wir alle wissen, dass wir auch in der digitalen Welt mit alten Regeln brechen müssen, vom Copyright bis zu TRIPS, was geistigen Eigentum angeht. Wir brauchen, das unterstütze ich, eine Vielfalt von Eigentumsformen. Und da finde ich die Commons ein wirklich tolles Konzept, weil es eben eine Vielfalt von Eigentumsformen anbietet. Eine Frage oder ein Thema ist mir aber sehr wichtig. Wir zumindest im Norden leben davon, dass wir soziale Umverteilung ausschließlich aus ökonomischem Wachstum generieren. Das ist die Philosophie unseres Wohlfahrtsstaates oder unserer sozialen Marktwirtschaft. Und ich meine, dass wir nachdenken müssen, wie wir die Gerechtigkeitsfrage von kapitalistischem Wachstum entkoppeln können. Das ist für mich eine ganz, ganz große Denkaufgabe für die Zukunft, weil wir gewinnen hier in unserem Land unter anderem deshalb keine Mehrheiten, auch wenn wir wieder mehr wachstumskritischen Diskurs in diesem Land haben, weil niemand weiß, wie man eigentlich diese Nuss knackt, dass aus den Gewinnen und aus den Steuern und so weiter wir eben soziale Umverteilung machen. Das gilt vor allem für europäische Gesellschaften und es gilt auch für manch andere. Also ich möchte die Frage stellen, wie können wir die Gerechtigkeitsfrage vom kapitalistischen Wachstumsmodell entkoppeln? Ich denke, es gibt eine Menge Antworten. Auch die hat Fernanda, finde ich, wunderbar benannt. Für mich ist die Eigentumsfrage, die Demokratiefrage und die soziale Frage ganz eng verknüpft mit Rechten. Rechtsbasierte Ansätze, Recht auf Nahrung, Recht auf Wasser, das ist für mich auch eine demokratische Antwort und das ist für mich die dritte Herausforderung. Wir alle erleben weltweit die Abwesenheit von Demokratie. Wir haben autoritäre Regime, wir haben fragile Staaten, in denen es noch nicht mal so etwas gibt wie politische Teilhabe durch Institutionen und durch Wahlen und Parlamente und durch Mehrparteiensysteme. Wir haben es mit Abwesenheit von Demokratie zu tun. Wir haben es aber auch in unseren Demokratien mit demokratischen Defiziten zu tun. Stuttgart ist ein Beispiel dafür, dass selbst wir in einem Land mit funktionierenden
demokratischen Institutionen und Strukturen in einer Situation sind, wo immer mehr Menschen auf die Straße gehen, weil sie sich ausgeschlossen fühlen, weil sie sich nicht einverstanden sehen mit demokratischen Verfahren und damit eigentlich was ganz Wichtiges tun, was in unseren Demokratien möglich ist, zusätzlich zu parlamentarischen Verfahren, demokratischen Verfahren, kritische Öffentlichkeit herzustellen, Widerstand zu leisten, weil man auch hier in diesem Land mit der ein oder anderen parlamentarischen und parteiendemokratisch getriebenen Verfahren nicht mehr einverstanden ist und andere Teilhabe fordert. Und das ist das, was Stuttgart so spannend auch macht, weil es ein Laboratorium ist, auch unsere Demokratie, die nicht zu vergleichen ist mit anderen politischen Systemen in der Welt, unsere Demokratie auffordert, darüber nachzudenken, dass wir andere Teilhabemodelle brauchen, wie Volksbegehren oder Volksentscheide und so weiter, weil der Souverän und so weiter sind wir, das sagte Silke auch nochmal. Ich denke, dass die Commons ein Angebot sind, über unser Wachstumsmodell kritisch nachzudenken, ein Angebot sind, über Eigentumsfragen anders nachzudenken und auch die Modelle und die soziale Innovation, die gelebt wird von Commoners und denen, die sich kümmern, wirklich ein Beispiel sein kann. Ich sehe es so, dass wir sehr, sehr lange noch mit, und das wurde heute Morgen erwähnt, mit sehr parallelen Aufgaben zu tun haben werden. Ein Business as usual derer, die die ökonomische Macht haben, die weiter setzen auf Wachstum, auf Ausbeutung. Und wir haben Gott sei Dank eine wunderbare und wachsende Welt, die sich um Alternativen kümmert. Für mich ist immer die Frage, wie viel Kraft haben wir für Widerstand und für Neues? Und ich denke, wir brauchen beides. Wir müssen widerständig sein und gleichzeitig die Kraft für Neues haben, weil so, wie es ist, geht es nicht weiter. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich schlage vor, dass die beiden Redner jetzt Gelegenheit bekommen, kurz zu reagieren auf die Anstöße und erlaube mir eine Frage, meinerseits vielleicht eine kritische Frage, dran zu hängen, nämlich die nach dem Optimismus, dass tatsächlich die Teilhabe Gier der Bürger und der Commoners so groß sei. Die Kritik, die nicht nur in Stuttgart 21, sondern immer wieder kommt, ist meiner Ansicht nach auch nicht ganz unberechtigt, dass Teilhabechancen eigentlich bereits in den jetzigen Systemen sehr viel größer sind, als sie wahrgenommen werden, sei es in Parteien, sei es in anderen Organisationen. Also gibt es da eine Wende oder gibt es eine Neugier? Wie schätzen Sie das ein? Ganz kurz, wenn es irgend geht, und dann kommen endlich Sie dran. Bueno, yo creo que hablé ya bastante, simplemente unas reflexiones muy cortas. Obviamente cuando uno explica la realidad, eso no refleja todos los grises y los conflictos y los debates internos, ¿no? El Ecuador es un país, es un estado plurinacional e intercultural. Pienso que de ningún modo hay la ingenuidad de pensar que es una realidad maniquea, ¿no? Es decir, acá el mundo indígena, que es maravilloso, sin contradicciones, ahí está la esencia misma del manejo comunal de los recursos, y por acá estamos pues los blancos neoliberales abanderados del capitalismo que tenemos que derrotar. O sea, no es así, porque la realidad no es así. Básicamente el esfuerzo que estamos haciendo desde este ejercicio de gobierno es acortar el camino entre lo deseable y lo posible, es transitar de un modelo a otro, entendiendo bien lo que es este modelo y hacia dónde queremos ir. Yo pienso que la iniciativa ITT es una suerte de microcosmos que un poco encierra cuál es nuestra visión de futuro. ¿Qué significa una economía pospetrolera? ¿Qué significa el pago de la deuda ecológica? ¿Qué significa garantizar la vida
de los pueblos en aislamiento voluntario. ¿Qué significa convertirnos en una economía del bioconocimiento? ¿Qué significa transitar hacia allá? Y no es para que la excepción confirme la regla. Es decir, como dijo un ministro de la India hace poco que estuve en Nueva York, dijo, esto es un ejemplo de renunciamiento. La iniciativa ITT es un ejemplo de renunciamiento. ¿Por qué? Porque no es algo menor. No es que vamos a dejar un pedacito para seguir haciendo destrucción en el resto. Estamos diciendo que vamos a renunciar al 20% de nuestras reservas petroleras. Y estamos hablando de un país cuyas exportaciones, la exportación de petróleo es del 60% de nuestras exportaciones. Casi el 50% de nuestro presupuesto del Estado se financia con fondos que vienen del petróleo. Es decir, este renunciamiento no es menor. Esto altera la lógica de financiamiento público en nuestro país. Altera los compromisos que tenemos a distintos niveles, por ejemplo, de conservación de la biodiversidad. No es un tema menor. Además, el Yasuní es un parque que tiene 900.000 hectáreas, ¿no? No es tampoco un espacio tan pequeño. Entonces, digamos que la idea no es una explicación binaria de capitalismo o socialismo, los blancos, los indígenas. No, es decir, es poder comprender cuál es nuestro punto de partida para transitar hacia un modelo que nosotros pensamos, y cuando digo nosotros, no es el gobierno, yo pienso que es la mayoría de la sociedad ecuatoriana. Tenemos un presidente que tiene el 78% del respaldo popular. Cuando había la pregunta de quién apoya esto, dónde está el poder popular detrás de esto. Entonces, el poder popular es quizá, en el caso del ITT, de acuerdo a las últimas encuestas que tenemos, 8 de cada 10 ecuatorianos apoyan la iniciativa y saben lo que significa, el renunciamiento que significa. Entonces, toda esa opinión pública está detrás, y no solo los indígenas, sino los otros también, y los mestizos, ¿no? Y las personas que están comprometidas con la construcción de un nuevo modelo de desarrollo. Entonces, pienso que incluso esta división norte-sur tampoco, o sea, ninguna explicación binaria para entender lo que estamos viviendo es posible. Primero, ya digo, porque no es que el mundo indígena, el otro mundo, el capitalismo, el social, no. Es decir, un proceso de construcción de nuevos escenarios, de transitar con decisiones políticas vigorosas, inteligentes y responsables hacia ese otro modelo, ¿no? Y lo otro, trabajar a distintas escalas. Tampoco aquí estamos esencializando lo global. Si no trabajamos a escala global, entonces no sirve. Lo que es importante es poder tejer los diferentes niveles de escalas para poder tener un impacto en lo que hacemos, ¿no? Y para poder decir, esto puede multiplicarse y esto se convierte en una política pública a nivel nacional y esto se convierte en una decisión multilateral. En ese camino, y me dicen que ya me calle, ¿no? Pero efectivamente yo pienso que es por ahí el camino y créanme que aquí no hay ninguna ingenuidad, ningún maniqueísmo, y no hay voluntarismo. Aquí hay decisiones políticas, hay compromisos políticos y hay también la voluntad de construir un verdadero poder popular, ¿no? Para poder caminar así en este proceso de transición en el que estamos comprometidos. Also ich habe ja ziemlich viel Kraft in diese Konferenz gesteckt und jetzt darf ich so wenig reden. Aber ich habe Solidarität mit der Moderatorin. Ich versuche es zumindest. Mit den Commoners hier im Raum, die auch zumindest im Workshop diskutieren konnten. Nein, also ich versuche es wirklich, versprochen. 5 Punkte, die Eigentumsfrage. Ich finde es wichtig, Eigentum von Besitz zu unterscheiden, so wie die Juristen das auch tun. Es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen Eigentum und Besitz. Was ich besitze, wie meine Mietwohnung, kann ich nicht verkaufen. Das ist sozusagen für uns auch wichtig, um wahrzunehmen, was es mit den Grenzziehungen bei den Commons auf sich hat. Wolfgang Sachs, der ja heute nicht bei uns ist, hat mal gesagt, man muss sich immer vorstellen, da sitzt ja immer jemand drauf. Das ist Besitz, sozusagen. Etwas für das eigene Leben zeitweilig in Besitz nehmen können und nicht
Eigentum, die absolute individuelle Verfügung anderer ausgrenzend haben. Ich finde mit diesem Besitzbegriff den unterschiedlichen Formen Besitz zu organisieren, können wir sehr viel mehr anfangen und uns vielleicht ein bisschen von dieser Verabsolutierung des liberalen Privateigentumsbegriffs verabschieden. Zweiter Punkt. Ich fand auch wieder hier so ein bisschen in dieser Debatte, dass es uns wirklich schwerfällt, diese Dichotomien zu verlassen, Markt und Staat. Ja, offensichtlich wird das ja beispielsweise, wenn Barbara dann feststellt, wir haben hier eine funktionierende Demokratie, dummerweise verkauft die unser Wasser, baut irgendwelche Mega-Infrastrukturprojekte, mit denen die Leute nicht einverstanden sind und so weiter und so fort. Warum? Also, ich will ja jetzt gar nicht damit behaupten, dass wir hier keine funktionierenden demokratischen Strukturen haben, jedenfalls besser als woanders. Aber was ich hinterfragen möchte, ist, warum man diese Idee von Demokratie sozusagen immer so mit dem Staat als Institution verbindet. Ich stelle mir tatsächlich unter Demokratisierung unserer Lebensverhältnisse dieses Rückholen von der Demokratisierung auch ökonomischer und sozialer Verhältnisse, sagen jenseits mit staatlichen Institutionen, aber auch jenseits dessen vor. Und das ist dann mein dritter Punkt. Das hat was mit diesem Upscalen zu tun. Wir werden ja morgen einige Workshops haben zu der Frage, was gibt es eigentlich für Governance Models, für Regierungsmodelle sozusagen, die sich darüber Gedanken machen, wie man dieses Commoning, diesen kollektiven, fairen Umgang mit den Ressourcen organisiert und das so tut, dass sie sozusagen abgescaled werden können. Da gibt es, morgen wird der Vorschlag diskutiert, Polycentric Governance. Seit 30 Jahren diskutieren die das in der Wissenschaft und in der öffentlichen Debatte, kommt das immer nicht an. Multilateralismus 2.0, wir haben hier Experten, die genau das tun, zu sagen, es ist nicht wahr, dass die Commons sozusagen zu verorten sind bei der Frage, wie man indigene Communities um einen Tisch bringt. Und es ist natürlich auch nicht wahr, dass wir uns jetzt irgendwie vorstellen können, wir können das alleine der UN oder der Reformierung der Nationalstaaten überlassen. Nein, wir müssen tatsächlich neue multilaterale Strukturen und treuhänderische Formen, sagen der Verwaltung globaler Gemeinressourcen finden. Und das muss ein wahnsinnig kreativer Prozess sein, eine große Aufgabe, die noch vor uns liegt. Aber es gibt ganz viele Ideen und man fragt sich tatsächlich, warum Polycentric Governance irgendwie so ein Konzept ist, was die Wissenschaftler, die unter anderem vor einem Jahr mit einem Nobelpreis geehrt wurden, diskutieren, aber irgendwie kennt das hier keiner. Dritter Punkt. Wie das mit der Teilhabegier, das fand ich ein schönes Wort, Teilhabe, sind die Leute eigentlich so versessen darauf, sich wirklich um ihre Gemeingüter zu kümmern? Also für uns war das ja ein unglaublicher Kampf, uns, sage ich jetzt mal hier in Deutschland, so eine interdisziplinäre Debatte zu organisieren. Dann muss ich mal dieses Buch nehmen, als wir dieses Buch gemacht haben, uns zu überlegen, wie nennen wir denn das, was uns da verloren gegangen ist? Wir haben keinen Begriff mehr für diese Dinge und wir haben in den letzten Jahren im Grunde nichts anderes gemacht, als wieder einen Begriff stark zu machen, überhaupt wieder ein Wort dafür zu finden, was uns gehört und wofür wir auch verantwortlich sind, wofür wir auch zuständig sind. Was wir nicht, wir können unser Geld nicht den Bankern überlassen, wie wir gesehen haben, und wir können die Politik nicht den Politikern überlassen. Und der letzte Punkt zu dieser Frage, Kampf. Resistenz, ja, Widerstand, Kampf oder nicht. Ich finde dieses Bild mit der Tragödie gar nicht so schlecht. Die Tragödie von den Gemeingütern, das kennen Sie wahrscheinlich von Garrett Hardin. Weil dann kann man nämlich sagen, so, die letzten 40 Jahre Commons-Forschung haben gezeigt, die Tragödie ist abgesetzt. Die ist nicht zwangsläufig. Es gibt viele Formen gelingender Ressourcenverwaltung. Und das ist sehr anspruchsvoll. Und Elin Ostrom sagt, die Tragödie gibt es in dieser Weise nicht. Die tragische Entwicklung bei den Gemeinressourcen ist nicht zwangsläufig. Was anderes heißt das nicht. Was es aber gibt, ist ein Drama. Drama heißt ständig in Auseinandersetzung, ständig im Dialog, ständig im Streit, ständig im Ringen. Das mit den Commons ist verdammt anstrengend. Wir können es uns nicht so leicht machen wie die Liberalen, die sagen, da gibt es doch den Markt und der regelt das schon. Und wir können es uns auch nicht so leicht machen wie andere, die so staatsgläubig sind und sagen, wenn wir das mal mit den funktionierenden demokratischen Institutionen hinkriegen, dann können wir wieder umverteilen, weil wir haben ja bekanntlich noch das Problem, dass wir ohnehin am Wachstumstropf hängen und die Umverteilung sozusagen im Schlepptau hat, dass das ökonomische Wachstum dann letztlich unsere Lebensgrundlagen auffrisst. Dankeschön.
Ich danke auch. Ja, vielen Dank. Unsere Zeit ist eigentlich schon um. Aber wir machen jetzt trotzdem eine große Gesprächsrunde, denke ich, solange Sie noch zuhören. Mein Vorschlag ist, 4-5 Fragen zu sammeln und dann noch eine Podiumsrunde hinten dran zu hängen, eine kurze. Die große Bitte ist, fassen Sie sich bitte kurz. Sie alle haben schon gelitten unter Co-Referaten aus dem Publikum, auch im Sinne der Teilhabe der anderen. Bitte kurz fassen. Genau, bitte? Achso, und Sie werden gebeten, an die Mikrofone zu gehen. Die erste Wortmeldung habe ich hier vorne gesehen, bei Ihnen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, oho. Ich möchte gerne anschließen, mein Name ist Clarita Müller-Plantenberg, an das, was Richard gesagt hat, dass es ja eine ungeheure Gewaltakt ist, der tagtäglich stattfindet, um Ressourcen zu heben und mit enormen Folgewirkungen. Und dass deshalb das, also was wir eigentlich heute hier realisieren müssen, ist uns sehr bescheiden, aber sehr intensiv zu fragen, wie kommt es, dass deutsche Politiker zugesagt haben, in den Fonds für Yasuni einzuzahlen und es nicht gemacht haben. Und wie kommt es, dass für die Ressourcen, die hierher exportiert werden, zum Beispiel in Kolumbien, das Gebiet, wo dieser Kupfer gehoben werden soll, bombardiert wird und dabei Menschen zu Schanden kommen? Wie kommt es, dass Riesenstauseen geplant werden, obwohl wir wissen, dass sie die Atmosphäre fürchterlich lädieren und dass sie eigentlich auch nur ein Teil der Aluminiumproduktion sind, die sehr viel mehr Schlimmes veranstaltet? Das möchte ich sagen. Und ich glaube, wir müssen uns dieser Frage stellen, denn wir, wer ist eigentlich wir? Das hat der Richard auch sehr gut gesagt. Wer ist eigentlich wir? Wie schaffen wir es, uns nicht abzulösen? Jetzt halte ich keine Rede, sondern ich will kurz sagen, dass meiner Ansicht nach es fantastische Beispiele gibt, wie durch strategische Bündnisse, und ich meine nicht nur das Klimabündnis, aber auch das Klimabündnis, zum Beispiel die Yasuni-Frage eine etwas breitere Öffentlichkeit in verschiedenen europäischen Ländern bekommen hat, dass das eine Sache ist. Aber dass ich faszinierend finde und aufrufe wirklich auch zu einer gemeinsamen Diskussion um die notwendigen staatlichen Maßnahmen, so wie es jetzt in Ecuador geführt wird, finde ich hochinteressant, für uns sehr lehrreich. Gleichzeitig aber auch sehe, dass zum Beispiel in Kolumbien indigene Curricula entstehen vom Curriculum der Mutter Erde, die sehr wohl auch für uns Curricula sein müssen, wo nämlich dieser internationale Charakter auch weiter vertieft wird, den hier ja doch letztendlich immer nur NGOs machen, nicht Regierungsorganisationen, die strategisch verknüpft sind, aber überhaupt die breiten Massen noch nicht erreichen. Deshalb plädiere ich dafür, dass hier darüber nachgedacht wird, wie wir eine Bewusstseinsbildung durch ständige Lernorte, die diese Themen zum Inhalt haben, ständig auch für Schulen, für Bürger und vor allen Dingen auch für Stadtverwaltung thematisieren. Danke. Ja, vielen Dank. Dahinter genau war eine Wortmeldung. Thank you very much. I think there have been very good arguments given for the possibility that the commons will be the template of our future. But I miss one point. I think the commons will not be a template if there is not a solution to the problem of unemployment. No one has said anything about this problem. But this is really a long-term problem because we cannot expect that there will be a solution within the market conditions for this problem. But there is a connection between this idea of the commons and one institution by which the problem of unemployment can be solved without giving to the state the idea that the state should make up an employment program or something like that. I mean, even Keynes has already mocked about this possibility. So there's another institution about which only very short comments have been made, namely the institution of an unconditional basic income. This is an idea which is based on the same idea of the commons, because
natural resources and cultural resources are always used in some employment, and those who are excluded from employment, the unemployed, they are left without these resources. So they can get access only in some other way, and the basic income project is just such a way. Okay, thank you. Ja, vielen Dank. Vielleicht noch zwei Wortmeldungen hier vorne. Eins, zwei. Ja, also ich will es ganz kurz fassen, also auf, zwar auf die Formel gebracht, aufgrund meiner Erfahrungen in Bürgerinitiativen seit 30 Jahren, ungefähr 30, 40 Jahren, und eher negativ, wo ich dann feststellen muss, dass es dann auch unter Rot-Grün sowas gab wie ein Bürgerbeteiligungsbeschleunigungsgesetz, was besser gesagt müsste es ein Bürgerbeteiligungsabbaugesetz heißen. Oder wenn ich habe mich auseinandergesetzt mit der Entwicklung des Genossenschaftswesens in Deutschland und was daraus geworden ist, das ist eher fürchterlich. Ich will es mal zusammenfassen auf die Formel von Animal Farm von George Orwell, jetzt bezogen auf den Euphorismus von den Leuten auf dem Podium, ein Stück weit das etwas Skepsis da reingetragen in Richtung, in Animal Farm heißt es, in der Formel, wie verhindert man, wenn man den Anspruch hat, alle sind gleich und wenn es sich was entwickelt in Richtung, aber manche entwickeln sich zu gleicheren, also wieder neue Privilegien und so weiter, wieder in Richtung Etabliertentum. Wie schafft man es auch im Anfang schon, sowas wie ständige Korrektive zu schaffen zu solchen negative Begleiterscheinungen von positiven Ansätzen. Yes, I have a question for Maria Fernanda. First of all, though, I would like to thank you very much for the very, very insightful and good presentation. And I really, really, really wish that the Yasuni proposal, ITT proposal, will actually be successful. And I'm saying this, I visited recently Ecuador and Amazonia, and I know what's involved in the extraction of oil on the ground for the communities on the first place. But yet, I have a question. And I just wonder what is your government going to do if you do not get enough money from governments around the world? Are you going to extract oil? And what are you going to say to those communities who then pay the price? Okay, wir machen eine Antwortrunde und dann noch einmal ins Publikum. Vielleicht als erstes die Frage vom Schluss. Was passiert, wenn nicht genug? Maria? Can we start? Yeah, could you answer to the question of this gentleman, what you do if you don't get enough money? Just that, Sunni? Not the other questions. And the others if you like, yes. Okay, no, I just want to be disciplined. Yes, it's very good. Me olvidé que estaba hablando en español. A ver, empecemos por la pregunta más difícil, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si no recibimos los recursos para el ITT? La verdad es que no sé. No sé, porque esta es una propuesta que se construye asumiendo que va a haber una respuesta de corresponsabilidad a nivel internacional y que vamos a poder ubicar en el debate global varios temas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos ubicando en el debate internacional lo que significan las emisiones netas evitadas, es decir, el principio de precaución, ¿no? Estamos posicionando la idea de la deuda ecológica, estamos posicionando la idea de algo que dijo Silke, que es muy importante, que es la diferencia entre propiedad y posesión. Hay que mirar, no he visto con cuidado los resultados de Nagoya, pero el problema, cuando yo decía hay que politizar la definición de los comunes,
es porque con el discurso de los comunes también se ha entendido que es open access, ¿no? O sea, acceso abierto. Y eso no es así. Porque si miramos geoestratégicamente, los recursos comunes para el futuro se encuentran en el hemisferio sur, en casi su mayoría. Entonces, eso, esas cosas hay que pensar. Yo no puedo responder esa pregunta porque no sé, honestamente no sé. Yo me he concentrado, soy la persona encargada de la iniciativa por parte del gobierno y esa es una decisión que se deberá tomar colectivamente con el presidente. No sé, yo pienso que hay que mantener el optimismo, la pasión con la que estamos trabajando en esto y luego evaluar. El propio fideicomiso que hemos firmado para la administración del PNUD establece que cada 2 años se hará una evaluación financiera de la sostenibilidad del fondo. Este es un fondo pensado a perpetuidad, por eso es un fondo fiduciario, es un fondo pensado a 13 años que se mantenga en el tiempo, ¿no? En esta idea de transitar hacia un nuevo modelo económico. Entonces, no es un tema de que recibimos la plata, la gastamos, no. Entonces, estamos además midiendo un umbral de recursos de 3.6 billones de dólares. Por el momento no tenemos los 3.6, pero sí tenemos varias ofertas que se están concretando poco a poco. Yo prefiero mantener el optimismo, mantener la pasión y la decisión política con la que hemos avanzado en esta propuesta y yo pienso que hay que pensar qué vamos a hacer después y realmente no tenemos una respuesta de qué vamos a hacer después, pero ahí tenemos más de 7,000 millones de dólares bajo tierra en este momento y somos un país que tiene todavía el 40% de pobres, ¿no? Y casi el 10% todavía de personas en extrema pobreza. Es decir, somos un país que requerimos de recursos públicos para redistribuir e invertir, sobre todo en un gobierno como el nuestro que cree en la responsabilidad del Estado de garantizar necesidades básicas, ¿no? Así es que eso, ¿no? Y después, no voy a contestar, me parece que es un punto muy, muy importante el tema del desempleo. Yo pienso que eso tiene que ver no solamente con los comunes, sino con el modelo de sociedad que estamos construyendo. Nosotros hemos dicho que por sobre todas las cosas, por sobre el capital y cualquier tipo de interés, está el trabajo humano como un valor y como un derecho humano fundamental. Eso por principio, ¿no? Pero creo que también es difícil ver cómo el problema del desempleo es el gran problema, yo creo, ahora, también reflejo de las crisis múltiples. No voy a hablar del resto de temas que también me parece muy interesante, el tema de la educación sobre el asunto de los derechos de la madre tierra y eso. Y algún momento, si quieren, para compartir lo que significa hacer una revolución sin guerra y sin armas como la que estamos haciendo en Ecuador. Y sí, hay disidentes y sí hay élites que están descontentas y sí hay intentos de golpes de Estado en el Ecuador por lo que estamos haciendo. Vielen Dank. Richard, möchten Sie auf einen der Punkte reagieren? Sie haben ja das Problem der Arbeitslosigkeit vorher selber auch schon angesprochen, dass Sie in diesem Diskurs noch zu kurz kämen. Well, thank you. Just very briefly, it's absolutely fundamental. I mean, the kind of discourse that you sometimes get in Western Europe and North America about needing to deindustrialize and so on, certainly where I come from, that's just not going to fly. If you've got, you know, young people who are 26, 27 and they've never worked, they can see no way to make their lives, they will accept any factory, no matter how much carbon it's putting into the air, because their own lives are simply untenable. So we absolutely need to think about a livelihood for everyone. And I think, you know, that while climate change needs to be taken seriously, a commons project that starts with that is not, certainly from my experience, one that's going to have the kind of popular support that you need to actually win. If you want to have popular support, you have to move first, I think, certainly. I mean, look, you know, I read a lot about how the struggles in Latin America do bring up this environmental concern from the bottom. That's not my experience in South Africa, but it may just be a different situation. But
I think we need to take very seriously the fact that there's not just this crisis looming over the horizon. There's a crisis right now, crisis of war, you know, 4.5 million people dead in the Congo in a war that's basically about gaining access to raw materials for things like coltan that go into computers and cell phones. People unemployed. I mean, South Africa, the life expectancy is lower than it was, you know, in prehistoric times, 48. That's how people are living and dying. And that crisis has to be foregrounded so that you can get, you know, that kind of popular support. And I think, you know, it's been lacking. I'm not saying we need to throw away the environmental concern, but we need to absolutely move from the immediacy of the crisis that a very large proportion of people on this planet face every single day. And I mean, in Europe, the thing you have to do fundamentally is to break with this sort of paternalism that confronts you whenever you arrive in Europe, where you see a poster of a child in Africa or something. And I mean, there's one just around the corner here, and a picture of a nice white woman handing out something. That kind of paternalism just has to stop. And you know, people in Europe have to just reject it completely and say that every human being has the same right to a decent life. And it's not about charity, it's about justice. And that we need to integrate into the commons language. Vielen Dank, Barbara Unmüßig. Ich würde gerne einfach nochmal Bezug nehmen, damit es da auch kein Missverständnis zwischen Silke und mir gibt zum ganzen Thema Demokratie, demokratische Teilhabe und wo ich einen Unterschied mache zwischen einem demokratisch verfassten Land, wie unseres es ist, und einem autoritären Regime oder einem semi-autoritären Regime oder Ländern, in denen es überhaupt gar keine Staatlichkeit gibt. Und ich möchte schon, dass wir diesen Unterschied auch machen. Wenn wir ihn nicht machen, werden wir unscharf. Ich bin mit vielen Regeln, die dieser Staat setzt, nicht einverstanden. Das sagen wir auch immer laut und deutlich. Aber ich habe hier im Unterschied zu vielen anderen Menschen in anderen Regionen die Möglichkeit, es laut und öffentlich zu sagen. Und ich komme dafür nicht ins Gefängnis. Wasserwerfer gibt es hier auch. Es gibt auch hier Repression. Es soll überhaupt nicht in Abrede gestellt werden. Aber es ist ein Unterschied. Und ich möchte das auch noch mal hier zu den Digital Commons sagen. Ich komme gerade aus Thailand und aus Kambodscha. Thailand ist ein Land mit einem Computer Criminal Act. Dort werden Leute in den Knast gesteckt, die auf ihren Websites nichts anderes als ihre Meinung äußern. Und das sind Realitäten, mit denen muss ich auch umgehen, weil eben unser Wunsch, ja, nach Open Access, nach Zugang zu Internet, zu Knowledge, zu Wissen, selbst das ganz massiv unterdrückt wird und es noch nicht mal zu sowas wie Teilhabe kommt. Und damit muss ich mich schon auseinandersetzen und beschäftigen. Das heißt nicht, dass ich akzeptiere, dass all das, was wir hier haben, nicht defizitär wäre und verbesserungswürdig. Das ist dreimal unterschrieben. Und deswegen habe ich auch das Stuttgart-Beispiel genannt, weil ich darin sehe, dass auch unsere demokratischen, sogenannten demokratischen Institutionen unter Druck geraten, weil auch manches demokratische Verfahren die Teilhabebedürfnisse nicht mehr befriedigt und politische Legitimation kommt eben aus mehr als nur Wahlen. Sie kommt aus ganz anderen Dingen, nämlich entspricht Politik eigentlich den Bedürfnissen und den Anforderungen der Menschen. Und das ist das, was in Stuttgart passiert. Leute sagen, nein, Politik macht hier nicht mehr, wenn es auch durch demokratische Verfahren gegangen ist, was wir wollen. Und das finde ich einfach noch mal den Unterschied, war es mir wichtig zu machen. Es geht nicht darum, ein Staatsmodell zu verteidigen, das seinerseits Regeln wie TRIPS oder andere Sachen setzt, die ich auch nicht akzeptiere. Gut. Gibt es noch dringenden Fragebedarf? Drei könnte man noch zulassen, wenn sie denn knapp sind. Oh je. Ich kann leider nur noch drei. Also ich würde vorschlagen, dahin, da war die erste, dann du und dann hier vorne noch. Genau. Und bitte, es tut mir leid, es geht einfach nicht. Ich finde es wunderbar, dass alle so viel diskutieren wollen. Sie können das alle danach noch machen, genau. Und dann, also drei noch öffentlich, bitte. Ja, ich
finde wunderbar das Beispiel der Verfassung in Ecuador. Vielleicht können wir hier auch mehr davon übernehmen, aber vielleicht müssen wir auch viel konkreter werden. Also zum Beispiel in Berlin haben wir gerade einen leeren Flughafen und ich würde sagen, das ist das erste Feld, was wir als Commons reklamieren müssen. Wir haben übrigens ein deutsches Wort, das heißt Allmende, und wir haben entsprechend auch gerade ein Allmende-Kontor gegründet, um da Urban Landwirtschaft, also städtische Landwirtschaft zu treiben. Und natürlich auch im Hinblick auf die Arbeitslosigkeit brauchen wir diese zur Verfügung stellen von Ländern. Und ich glaube zum Beispiel, dass es gut wäre, wenn beispielsweise die Grüne Partei sich dessen annehmen würde und sagen würde, wir übernehmen jetzt das Bewahren der Commons und das Zurückfordern der Commons. Dazu gehört natürlich der ganze Hintergrund, die Kritik und kritische Aufarbeitung der Zeit seit der WTO, also seit dem Beitritt Europas oder der WTO. Dazu gehört, was wir aus den USA kennen, Eintreten für höhere Steuern, damit die Kommunen nicht erpressbar werden und Land und Gemeinden gegeneinander Bodenspekulationen betreiben, weil wir ja auch sehen, Stuttgart 21 und Co., wir sehen, dass das Gap zwischen Arm und Reich dazu führt, dass die Kommunen erpressbarer und immer korrupter werden. Und dann kann man natürlich nicht mehr schaffen, die Allmenden zu bewahren. Also kann man die Kommunen nicht daran hindern, dass sie das Land bewahren. Und ich würde sagen, das Land sind die klassischen und allerersten Commons, die wir in Zeiten von riesiger Arbeitslosigkeit, by the way, in Berlin sind de facto auch 2/3 der Leute arbeitslos. Die nennen sich zum Glück in Berlin alle freie Künstler. Und deswegen fällt es nicht so auf. Und dazu gehört dann zum Beispiel auch die Nicht-Herabwürdigung des Ehrenamtes durch einen Eurojobs, sondern das Ehrenamt zum Beispiel auch als einen Commons zu bewahren und eben das sozusagen in seiner Tradition irgendwie richtig zu verorten und zu diskutieren. Ja, danke. Vielen Dank. Rainer Kuhlen hatte sich, glaube ich, gemeldet. Es gibt ja weniger, was ich hasse, als mit Silke in einen Konflikt zu geraten. Wir haben ja auch die Broschüre gemeinsam gemacht, aber ich möchte doch nicht jetzt akademisch werden, Himmels Willen, aber diese Unterscheidung, die getroffen hast, scheint mir ausfallend unproduktiv zu sein. Also wenn ich eine Mietwohnung habe, habe ich die im Besitz, aber ich darf eben nichts mit tun. Ich darf kein Fahrrad reinstellen, darf keine Nägel in die Wand schneiden, weil andere der Eigentümer sind. Die Leute in Stuttgart, die auf den Bäumen sitzen, die sitzen im Besitz, die sitzen da auf den Bäumen, aber weil andere ihr Eigentumsrechte reklamieren, werden sie schnell runtergeholt mit Wasserwerfern. Das ist doch das Problem. Wir können nicht durch solche Begriffsunterscheidungen wie Besitz und Eigentum das Problem lösen. Wir müssen darum kämpfen, dass die Eigentümer in den Kamms zu dem kommen, die sie gehören und dann darüber verfügen können. Also die Unterscheidung leuchtet mir gar nicht ein. Wir laufen sonst Gefahr, dass Kamms so unverbindlich, wie es in der Politik auch oft der Fall ist, everybody's darling werden. Wenn Sie mit welcher Partei Sie auch reden, mit Liberalen, mit Konservativen, mit Grünen, vielleicht nicht mit den Piraten, das ist vielleicht noch ein bisschen anders, dann sind Sie alle dafür. Aber immer unter der Eingrenzung, aber es darf nicht in unsere ökonomischen Eigentumsrechte eingreifen. Es darf nicht in unser Wirtschaftssystem eingreifen. Alle sind dafür, aber es darf nicht. Ich erlebe das in der UNESCO, wo man Resolutionen für Commons verabschiedet, aber nicht gegen die Eigentumsrechte. Ich erlebe das in den Universitäten, in den Copyright, in den Ministerien. Commons ist ein positives Reizwort geworden, aber es darf, bitteschön, nur sehr unverbindlich sein. Und was Richard gesagt hat, solange wir nicht drum kämpfen, wird es nichts werden. Ein bloßes, abstraktes Everybody's Darling hilft uns nicht weiter. Vielen Dank. Eine allerletzte kurze Frage bitte von dort. Und Bueno, mi nombre es Jorge Busaglo. I will speak Spanish because it's my, I have the opportunity, a privilege. Yeah. It's not very often you can speak, se puede hablar español, o sea que voy a poder hablar español. Vivo en Suecia, soy economista, pero hablo, soy de origen argentino. Entonces, la idea, la pregunta al panel es, a la mesa es, que lo que ha estado un poco ausente de esta conversación tan interesante que hemos tenido es el tema del manejo de los bienes comunes globales. Hemos hablado de soluciones de temas, digamos, locales, más que nada. Pero el manejo de la atmósfera, el manejo de los de problemas económicos, el manejo de las finanzas, es en alta medida, las finanzas son en alta medida, o la producción de dinero, la creación de dinero, es en alta medida un fenómeno global.
y en realidad la globalización de las finanzas es un poco lo que ha creado el problema de la limitación o la privatización de lo que podría llamarse los bienes comunes políticos, de political commons. Es decir, los estados hoy en día disponen de mínimos de un espacio de política muy pequeño. Y yo creo que para salir, es decir, la política está decidida hoy por los mercados financieros, el Fondo Monetario, etc. Y las crisis que estamos viviendo hoy son un resultado de este largo periodo de privatización, liberalización, etc. Entonces, para salir de este largo de 30 años, este periodo neoliberal de 30 años, yo creo que una idea clave y básica, fundamental a nivel global, es la idea de los commons. Commons de la atmósfera para eliminar el problema del calentamiento global, commons de las finanzas, incluso diría el commons político, la creación de un estado de ciudadanía global, es decir, un movimiento de ciudadanos de todos los países, porque es una pregunta a ustedes, ¿es posible, hay cooperación entre distintos movimientos ecológicos en Europa, en el mundo, para crear un movimiento de commons, global commons? Es decir, hoy todas las propuestas son a partir de intereses nacionales bastante reducidos. Y un problema que yo veo con la hermosa iniciativa del Ecuador, de ITT, es que es una solución nacional que requeriría la reproducción a escala de cientos de países, digamos, decenas de países tendrían que hacer sus mismas iniciativas. Yo creo que por eso es importante tener una solución global. Por ejemplo, para el problema del medio ambiente existe la propuesta hecha, entre otros, por Elinor Ostrom, de crear un trust global que generaría enormes recursos que ellos calculan, 4 trillones de dólares anuales, que serían redistribuidos por cápita, darían más o menos $400 por habitante por año en el mundo. Lo que para países como de África es un enorme ingreso de recursos que permitiría crear empleos. Que es otro, o sea, sorry, finish. Okay. Yeah. Yo creo que, es decir, existe el impuesto Tobin, existe un montón de ideas globales que están listas para poder ponerse en ejecución, pero que no están en ejecución en esta mesa. Ese es el problema que yo veo. Yeah. Vielen Dank für diesen Beitrag. Ich denke, Yasuni ist ja in gewisser Weise beides, sowohl eine lokale Ressource als auch ein Global Common. Es ist beides, aber sicherlich ist das noch ein sehr viel größeres Thema. Es gibt den Vorschlag eines Treuhandfonds für den Klimaschutz von Peter Barnes. Ich sehe, dass sich jetzt der Saal ein bisschen ausdünnt und deswegen schlage ich vor, dass wir jetzt Silke Helfrich noch die Gelegenheit geben, weil sie auch unmittelbar angesprochen war, ein Schlusswort zu sprechen und zu reagieren auf ihre Anregungen und dass wir danach dann untereinander, wo auch immer, weiter diskutieren. Also Silke. Nach zwei Provokationen dieser Dimension muss ich jetzt wirklich was sagen. Also, Dankeschön. Ich fange mal bei Rainer Kuhlen an. Diese Unterscheidung zwischen Besitz und Eigentum kommt ja nicht von mir, sondern die steht ja irgendwie in all unseren Gesetzbüchern. Und ich habe sehr deutlich gesagt, dass man natürlich in seiner Mietwohnung beispielsweise eine ganze Menge tun kann. Unter anderem auch entscheiden, wer draußen bleibt. Das hat mit den Commons übrigens sehr viel zu tun, mit den Grenzziehungen bei den Commons. Ich habe aber gesagt, was man nicht tun kann, ist, man kann seine Mietwohnung nicht verkaufen. Und ich finde, das bringt uns sozusagen zu einem anderen fundamentalen Unterschied der Commons-Debatte zu dem ökonomischen Paradigma, was wir gerade erleben. Eigentumsrechte werden sozusagen hinterfragt und neu geordnet, mehr auf diesen kollektiven Besitz bezogen. Das war das eine. Das andere ist, wir müssen aufhören, uns immer zu überlegen, dass wir die Dinge produzieren, um sie zu verkaufen und damit dann irgendjemand sie kauft. Dieses Denken treibt uns genau in diese Not, dass wir alle irgendwie Arbeit brauchen, die irgendwer uns geben muss. Wer kann die uns geben? Der Markt oder der Staat. Und da hängen wir schon wieder in der Falle dieses Denken, dieses bipolaren Denkens. Und sozusagen bei den Commons, und das haben wir heute schön gesehen, ja irgendwie stark gemacht wird, und das führt uns auch ein bisschen raus aus diesem Wachstumszwang, ist zu sagen, was brauchen wir eigentlich fürs Leben? Wie produzieren wir das so, dass alle daran teilhaben können? Beispiel Arduino, wir haben heute sehr genau gesehen, wie man sozusagen Hightech
zu Low Price organisieren kann. Wenn Sie das Zeug, hat Massimo ja immer gesagt, auf dem Markt kaufen, kostet das so und so viel. Ich will mal ein Beispiel nutzen, das Sie alle haben. Ich weiß nicht, wie viele politisch vorgeblich progressive Institutionen treu und brav Lizenzgebühren an einen der größten Monopolisten dieser Welt bezahlen und sich dann wundern, wenn wir die Entwicklungshilfe privatisieren müssen, weil der Einzige, der noch Geld hat, sind irgendwie die 5 gönnerhaften privaten Institutionen. Und das finde ich irgendwie so unglaublich, dass wir sozusagen immer wieder zurück in dieses Paradigma rutschen. Wir brauchen ja, wir müssen produzieren für den Markt. Und wenn das aus dem Süden kommt, ist das ja dann auch sehr erstaunlich, weil jedenfalls da, wo ich gelebt habe, sehr lange in Zentralamerika oder in Mexiko, Südmexiko, da hat der Markt nie dafür gesorgt, dass die Leute Arbeit haben. Da hat der Staat auch nie dafür gesorgt, dass die Leute Bildung haben. Da gibt es diese Idee, dass irgendjemand dafür sorgt, dass es ein Grundeinkommen gibt, nicht. Aber hier natürlich in Deutschland halte ich diese Idee für extrem wertvoll, die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Warum? Weil es uns endlich diese Freiräume geben würde, die Welt aufzubauen, die uns unabhängiger macht von dieser Endlosschleife dessen, für den Markt zu Dinge zu produzieren, die wir gar nicht mehr wirklich brauchen und die vor allem viele Menschen gar nicht mehr das Geld haben zu kaufen. Ich belasse es mal dabei. Dankeschön. Das war ja auch ein schönes Schlusswort, finde ich. Mir bleibt jetzt eigentlich nur noch Ihnen allen ganz, ganz herzlich zu danken. Allen voran natürlich den Podiumsteilnehmern, den Zuhörern, den Dolmetschern, die Großes geleistet haben. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Vor allen Dingen bei den sehr schnell sprechenden Leuten auf dem Podium. Ein kurzer Hinweis noch, wer sich noch genauer interessiert für die Yasuni-Initiative. Es wird übermorgen, also am Mittwoch, den 3. November, eine Veranstaltung dazu noch geben mit Alberto Acosta, dem Verfassungsvater in Ecuador, unter dem schönen Titel Das Recht auf gutes Leben, mehr als ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen, auch hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Und jetzt kommen wir dann zur Abteilung Glücksindikatoren. Wein, Pizza, Gespräche, Schlafen. Schönen Abend noch. Auf Wiederhören. Abgesetzt das Kostenrunden.